I know newspapers backward, forward, and sideways. I can write them, edit them, print them, wrap them, and sell them. And if there's no news, I'll go out and bite a dog. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Es auch hervorragend als Texter für die neue Freizeit, die Schönwelt, die Freizeit pur. Oder was haben wir noch? Spaß für mich. Spaß für mich, endlich ich. Klingt auch Spaß für mich, das Selbstliebe-Magazin. Was haben wir denn da Schönes? Titelstory: Matthias Reim, Tragödie für sein Familienglück. Ne, das klingt so. Audio, herzlich willkommen zur Schnapszahl-Edition, voll in die Presse, Episode 88, heute mit dem Special voll in die schlimme Presse. Und damit ihr wisst, worauf wir hinaus wollen, fange ich einfach mal hiermit an. Skandalöse Enthüllungen. Der Podcast voll in die Presse ist das heißeste Gossip-Geheimnis der Saison. Ben Cartwright, Beef Rogers, Prollo Ferrari und Herr Sommer liefern uns die saftigsten Promi-News Klatsch und Tratsch direkt ins Öhrchen. Doch was verbirgt sich wirklich hinter den Mikrofonen? Ist da etwa eine neue Liebesaffäre im Anmarsch? Gerüchte besagen, dass die vier nicht nur die neuesten Schlagzeilen diskutieren, sondern auch ihre eigenen pikanten Geheimnisse enthüllen. Wortgewandte Unterstützung erhalten die vier Labertaschen von dem reizenden Fräulein Witzka und der ganz bezaubernden Annemarie. Was passiert, wenn die beiden Glamour Queens auf die Podcast-Party des Jahrhunderts treffen? Wir sind gespannt auf explosive Enthüllungen und pikante Geschichtchen. Hören Sie rein und entdecken Sie die skandalöse Wahrheit hinter voll in die Presse. Diesen Podcast dürfen Sie nicht verpassen. Tata! Ja, damit sind wir richtig auf Betriebstemperatur, würde ich sagen. Es ist natürlich die Klatschpresse-Edition, die lang angekündigte, mit der berühmt-berüchtigten Annemarie, die eigentlich Annegret heißt. Herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, ich dachte schon, es ist ganz schön schlecht recherchiert, wenn man mich hier einlädt. Ne? Ja, wir sind ja heute in der Klatschpressen-Edition, da geht das. Und die Stimme habt ihr schon gehört, die unverwechselliche... Unverwechselliche? Unverwechselbare. Die unverwachsene und unverwechselliche Fräulein Witzka. Einen schönen guten Abend. Bei dir kann man ja sagen, herzlich willkommen zurück. Und dann sind da noch die drei anderen Nasen. Beef Rogers. Hallöchen. Herr Sommer. Moin. Und er wurde gerade so schön italienisch ausgesprochen. Prollo Ferrari. Scorro, wie der Italiener sagt. Ja, also Leute, jetzt müsst ihr mir mal helfen. Regenbogenpresse, Klatschpresse, Boulevard. Was ist das eigentlich? Worüber reden wir heute? Die Annegret, die hatte ja schon so ein bisschen den Ruf immer von uns angedichtet bekommen, sie sei Expertin. Vielleicht magst du ganz kurz deine Interpretation vom Boulevard nennen. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Das ist halt das, was mich am meisten so interessiert. Und logisch. Habe ich ja auch damals gesagt, ne? Das so... packt mich halt einfach an. Ist ne? auch packend, das, ja. sind so Geschichten, die das Leben schreibt. Und weil das halt damals so auf der Straße auch von links nach rechts geflüstert wurde, nennt man das auch Boulevardpresse, weil das auf dem Boulevard weitergetragen wurde, beziehungsweise die Zeitungen wurden auf dem Boulevard verkauft. Also so der Zeitungsjunge, der da rumrennt und die dicken Headlines, dicken Schlagzeilen rausbrüllt. Ja, so stelle ich mir das vor. Ne? Prinz Harry hat sein Pferd geschwängert und diese Sachen. Das stelle ich mir so unter Boulevard vor. Das werden wir den das, schmalen Grat das Pferd zwischen. Bei Prinz Charles, aber ich bin jetzt nicht sicher. Ach so, das ist ja das Produkt wahrscheinlich. Aber nein, es ist ja so, dass der Grat tatsächlich schmal ist, wenn man sich damit beschäftigt. Also wir versuchen das heute nicht nur lächerlich zu betrachten, wie andere Kollegen das natürlich machen, aber Was ist es? Was ist es? Wie weit kann man es treiben und was ist eigentlich wahr, wenn man da reinschaut? Hier wird am Tisch schon eifrig geblättert. Fräulein Witzka, du hattest letztes Mal schon Ed Boulevard hier auch dabei, die gelben Blättchen. Und ja, vielleicht, warum guckst du da gerne rein? Bist du so oft beim Arzt? Ich bin glücklicherweise nicht ganz so oft beim Arzt. Allerdings werde ich normalerweise beim Friseurbesuch immer auf den neuesten Stand gebracht.
Und das Angenehme ist, dass mein lieber Friseur, der Mike, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, mir dann auch immer mal erklärt, was alles so in der Zwischenzeit passiert ist. Weil so mit den Haaren, da geht man so als Frau, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber alle paar Monate eigentlich mal vorbei, so ein bisschen mal nachschnippeln und so. Und da passieren ja manchmal Sachen, also da werden Pferde geschwängert, habe ich gerade gelernt. Da können aber auch ganz andere Dinge noch passieren und da ist das immer ganz hilfreich, direkt so ein Briefing beim Haareschneiden auch zu bekommen. Also das heißt, der Mike, der liest eine eigene Auslage dann auch selber offensichtlich oder erfährt er das mehr, weil seine Kundinnen das dann mit ihm diskutieren wollen? Alles. Also der erklärt mir auch immer, was bei RTL aktuell und sonst wo noch alles gelaufen ist. Der ist richtig tief drin in der Materie und da fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Okay. Ja, wie sieht es mit euch aus hier, die Herren? Wir wollen nicht so den Eindruck vermitteln, dass nur die holde Weiblichkeit dem Genre zugetan ist. Auch und wir lesen ja die Bild beispielsweise. Also Sommer, du als Sportfan, liest doch bestimmt auch mal die Seite 3, sei ehrlich. Also ganz ehrlich, die Bild lese ich tatsächlich gar nicht. Also ganz, ganz selten mal vielleicht für diesen Podcast. Aber ansonsten natürlich, also ein bisschen Yellow Press. Also ich finde ja auch, ehrlich gesagt, das enttäuscht mich auch, habe ich auch schon mal moniert hier im Podcast, dass wir zum Beispiel auch über das Königshaus, über das Englische einfach überhaupt nicht reden. Ja, da finde ich auch so Lady Di, da musste ich dann damals eine Story bringen, um es mal ein bisschen auch hier präsent zu machen. Finde ich so von euch auch so ein bisschen enttäuschend, dass da von euch so ein bisschen wenig kommt. Das hatte ich ja auch ein bisschen kritisiert damals. Also ein positiver Kritik war das natürlich, ne? Aber ich hatte vermisst, die ganze Zick. Hück ist es weg. Genau, ich hoffe, du hast das vorbereitet. Denn ich muss gestehen, ich bin relativ blank, was diese Blättchen anbelangt. Aber ich freue mich total auf das, was uns hier vielleicht heute noch dargeboten wird. Beef, du bist ja normalerweise hier der Süddeutsche Zeitungleser in der Runde und machst es darunter selten. Ja. Also ich bin ja der, die Schlagzeile aus der Bild immer hier reinbringt. Aber ja, bei mir ist natürlich das Problem im Friseurbesuch, das ist, wie soll ich sagen, das dauert nie so lange, wie ich die Jacke ausziehe. Das ist insofern relativ schnell durch. Deswegen lohnt sich das da nicht mit dem Lesen. Ich habe mich deswegen auch eingekauft. Also ich habe dann auch eine der Fachzeitschriften die Tage gekauft, um mich da mal so ein bisschen einzulesen. Das ist aber auch eher für mich jetzt eher die Ausnahme, muss ich gestehen. Ja, das also ich muss immer noch über deinen Spruch lachen und geh mal schnell zum Prollo, weil ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass du dich auch ein bisschen damit beschäftigt hast, wo das Ganze eigentlich herkommt, so dieses Yellow Press. Ja, ich habe tatsächlich eine kleine geschichtliche Herleitung und damit es nicht langweilig wird, habe ich auch noch einen Krieg in petto, der tatsächlich über die Yellow Press angezettelt wurde. Ja, damit hast du schon wunderbar geteasert. Ich weiß nicht, hier die ganzen, ihr blättert und blättert. Wollt ihr irgendwas anteasern? Also gibt es da irgendwas, was so wirklich ins Auge springt oder ins Ohr oder was, wohin auch immer? Was ist so die Geschichte der Woche eigentlich? Damit wir mal direkt mit was Aktuellem, Hashtag Prince Harry. Also ich vermute, oder? Dass es die Trennung zwischen Oliver Pocher und Amira immer noch ist. Immer noch? Ja, das beschäftigt die Welt. Amira wurde eiskalt ausgetauscht. Gegen die Ex, gegen, ne? Sandy. Ja. Und das ist, ich glaube... Passt ja dann aber vom Namen immerhin für den Podcast noch, ne? Die Pochers, die heißt ja auch noch Pocher, oder? Ja, aber ich habe es bei mir hier ganz anders. Das, also bei hier ist der Oliver Pocher, der Liebestrottel, und spannte ihm ein Glücksguru seine Amira aus. Schlimm. Ja. Das ist jetzt ganz anders. Also da bin ich jetzt aber erschüttert. Ja, das ist geil. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen hier im Quervergleich dann lesen. Aber ich kenne tatsächlich auch eher diesen Spin, dass die Amira die Böse ist und der Olli sich jetzt rächt, weil er dann seine Ex quasi einfach weitermacht und so tut, als wäre nichts gewesen. Dürfen wir eigentlich auch bashen? Ja, ne? Bei Yellow Press machen die ja auch. Bildzeitung immer. Wir gegen die. Ich kann Oliver Pocher nicht leiden. Also ist er eigentlich noch tatsächlich künstlerisch tätig oder arbeitet er nur noch als Prominenter inzwischen? Der hat sich immer nur als Prominenter, als B, C, Promi, was auch immer. D. Ich gestehe jetzt mal was, damit ich hier nicht so tue, als ob ich nicht empfänglich für Boulevard bin. Ich hatte eine Zeit, da habe ich am Tag mehrere Stunden diese Talkshows geguckt. Hans Meiser, Gott hab ihn selig, gerade gestorben. Und bei Hans Meiser war es, glaube ich, auch, dass Oliver Pocher
als Praktikant in der RTL-Redaktion seinen ersten Auftritt hatte. Und da ist er groß geworden. Und der war folgendermaßen, die Bühne oder das Tor da hinten geht auf. Oliver Pocher kommt vor diese Stühle gerannt und macht da irgendwelche Purzelbäume und macht sich komplett zum Affen. Und ich habe damals gesagt, was ist das für ein Vollidiot? Ey, den wird man auch nie wieder sehen. Und der Typ, der hält sich wie Herpes an Stellen, die du, wo du es nicht haben willst. Das ist wirklich der ist ein Vollhorst. Ekelhaft. Also, der ist ein Vollhorst, da kann ich dir nur zustimmen. Naja, vielleicht fühlt er sich jetzt herausgefordert und basht uns in seinem Podcast, dann haben wir den Durchbruch. Ja, genau. Schön ist er ja, dass ihm das ein, hier wird das geschrieben als der Selbstliebe-Experte und Doktor der Wirtschaft. Sie muss ein Selbstliebe-Experte dann auch eine Freundin ausspannen. Ein sogenannter Wichser. Ich wollte es ein bisschen seriöser ausdrücken. Aber Selbstliebe-Experte ist auch schön. Aber wenn wir die Themen hier ansprechen, dann will ich mal ganz kurz nur so als Motivation, um auch durchzuhalten, mein Quickie ankündigen. Da werde ich nämlich tatsächlich kurz zum Königshaus was sagen. Nämlich werde ich aufklären, warum jedes Jahr Kinder in England dem Königshaus, jetzt dem König Charles, Unterhosen schicken. Da muss ich spontan an letzte Woche denken. EU-Kommission erlässt neue Schlachtregelung für Kinder. Na gut, aber ich will nicht vom Thema ablenken. Ja, ich weiß nicht, wie sowas geht. Wie steigen wir jetzt eigentlich diese sehr komplexe und auch anspruchsvolle Materie gebührend ein? Also ich habe hier, ich kann es nur auch mal anteasern, also von meinem Potpourri, was ich mir so angelesen habe, wäre mein Favorit eigentlich der Artikel aus der Neuen Züricher Zeitung, Beef, ich kann das auch, hier mit Niveau. Oh. Und der heißt Klatschpresse. Warum wir Skandale und Gerüchte lieben. Die haben das schon versucht, so ein bisschen psychologisch zu erklären, warum die Leute, und da kann ich mich auch nicht von frei machen, einfach das so geil finden. So diese Behauptung, die sind ja auch teilweise gar nicht wahr. Also das ist ja wirklich, meine ich ernst, ein schmaler Grat von dem, was da drin steht, bis hin zur Wahrheit. Und offensichtlich kommen sie damit durch. Also die meisten, ich habe es gestern noch in einem Podcast gehört, die meisten Strikes vom Bundespresserat oder Deutschen Presserat haben nicht diese Dinger hier, sondern die Bild-Zeitung. Mit Abstand. Also und wahrscheinlich auch mit Recht, aber ja, wahrscheinlich. Ist, ja. Na hier, ich glaube, hier ist das halt auch was, da regt sich halt auch so keiner richtig drüber auf, weil ja auch der hier so titulierte Liebestrottel Oliver Pocher hat ja den Vorteil, dass er dann immer wieder im Gespräch ist, auch durch so einen Unsinn. Und ich meine, das ist, glaube ich, hier auch ein gewisser Wert dieser ganzen B, C und D-Promis. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich Oliver Pocher einordnen soll, die einfach dann immer wieder erwähnt werden, weil sie ja sonst nichts haben, was sie irgendwie können. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch eine Beziehung zwischen diesen Typen und diesen Blättern. Also die einen leben von den anderen und umgekehrt. Na, der Oliver Pocher ist jetzt ja auch frei. Ja, genau. Ja. Das auch. Gerade eine Beziehung aufbauen. Aber zum Thema im Gespräch bleiben. Ich habe hier, das ist möglicherweise sogar der gleiche Artikel, jedenfalls ist der auch aus der NZZ. Da wird der Schauspieler Kurt Jürgens, den ich übrigens beiläufig gar nicht kenne, zitiert, wie er mal zu James so Bond geguckt, ehemaligen oder? Klatschreporter gesagt hat, schreib über mich, was du willst, aber der Name muss richtig geschrieben sein. Und so ist es doch letztendlich. Ne Annemarie, ja. Kurt Jürgens, wer kennt ihn nicht? Du kennst ihn nicht? Nee. Da frag mal deine Mutter, die kennt den noch. Ist ein Bekannter vom Udo Jürgens, den kenne ich. Nee, der ist lang Fiesta Mexicana und so. Der läuft nie. Fiesta Mexicana ist übrigens Rex Gildo, nur so am Rand. Ach so. Aber. Hier lernt man so viel. Ja. Aber das ist tatsächlich auch eine ganz interessante Sache. Also wir, oh, Annegret, ich komme bei dir auch schon in den Slang. Was man ja auch gar nicht so meint, ist, wie breit die inhaltlich aufgestellt sind, diese ganzen Magazinchen. Breit im Sinne von voll oder? Auch. Auch. Aber man hat ja natürlich auf den Titelseiten die ganzen Geschichten hier, Kate und Meghan und wie sie alle heißen. Aber dann, wenn man sie aufschlägt, sieht man dann so lebensverändernde Titel wie Fußcremes. Zwei große Marken schmieren ab. Da ist richtig, da ist Verbraucherinformation. Und der ist auch Wortwitz. Also, genau, also
Fußcreme abschmieren, traumhaft. Ja, also ja. Ist, wir hatten auch hier im Bereich Rezepte, da hatten wir schon das großartige Wortspiel, ein Kürbisschen mehr. Also wenn ich diese Jokes bringe, sagen meine Kinder immer Dad-Joke. Ja, genau. Kürbisschen mehr. Genau. Darfst ein Kürbisschen mehr? Cringe. Ja, du könntest auch hervorragend als Texter für die neue Freizeit, die schöne Welt, die Freizeit pur. Oder was haben wir noch? Spaß für mich. Spaß für mich, endlich ich. Klingt auch Spaß sehr für nach mich, einem das Selbstliebe-Magazin. Ja, aber da gucken wir doch nochmal rein. Was steht denn so Schönes bei Spaß für mich, Klammer auf, Spaß mit mir, Klammer zu? Was haben wir denn da Schönes? Titelstory, Matthias Reim, Tragödie für sein Familienglück. Ne, das klingt so recht wenig zuversichtlich. Ja, negativ. Aber dann ist ja auch so die Frage, könnt ihr von vornherein absehen, auf welche Altersgruppe diese Heftchen abzielen? Also als ich diesen Stapel gekauft habe bei meinem Zeitschriftenmann, der hat mich ganz verwundert angeguckt. Also meine Oma hatte die tatsächlich im Abo sogar und hat mich irgendwann mal angesprochen. Das war so eine Phase, wo ihr meine Frisur nicht passte. Der Harry, der hat doch so schön die Haare. Kannst du da nicht auch mal? Die wusste aber auch Bescheid, ja. Also über was auch immer. Ja, und die war auch tatsächlich, die hat lange Formel 1 geguckt. Die hat sonntags saß die da und hat Schumi geguckt. Und war da natürlich ziemlich mitgenommen, als es ihm dann nicht mehr so gut ging. Und ich mutmaße, sie hat wahrscheinlich dann auch die völlig frei erfundene Berichterstattung über den guten Mann aufgesogen. Ja, also aber, ich glaube, Zielgruppe ist 70 plus, würde ich jetzt sagen, so in Alters. Angaben. Also für die Jüngeren gibt es die Gala und die Bunte. Das ist dann. Ja. Die Gala ist auch für Jüngere. Also zumindest unter 70, oder? Die Galatin. Also, ja. Ich habe zu Recherchezwecken in der Gala etwas geblättert und ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, da muss man schon ziemlich hirntot sein, um diese Artikel zu verstehen. Altersmäßig als hirntot. Es gibt schlaue 70-Jährige und es gibt ziemlich dumpfe 20-Jährige. Aber was die Artikel da wirklich gemeinsam haben, ist, dass da irgendwie eine ganze Seite verbraten wird für eine Information, die du in einem halben Satz auch rüberbringen kannst. Ja, ja, war das nicht letztes Mal? Hattest du doch so einen Artikel mit irgendwie sie traf ihn am Mülleimer irgendwie. Angela Merkel wohnt genau mit einem Mann zusammen und es stellte sich raus, die wohnen halt zusammen in demselben Mietshaus. Ja, das war alles, ja. Das war die Geschichte. Eine ganze Seite. Riesenstory. Also der Nachrichtengehalt ist doch recht überschaubar. Also wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel in dem Qualitätsblatt Spaß für mich, endlich ich, eine wunderbare Doppelseite zu Gemüte führe. Natürlich mit vielen Bildchen bestückt und der Hauptaussage, Diana hätte Meghan gehasst. Ja. Aha. Also so kann man es auch füllen. Und zwar vermutet das eine Autorin und Royal-Expertin. Da habe ich mich auch schon mal gefragt, wie wird man Royal-Expertin? Annegret. Also ich meine, da ist man ja auch, also allein schon Guido Maria Kretschmer, der kann das auch. Und wenn die heiratet wird im Adel, dann wird irgendjene genommen und dann machen die das. Ich weiß nicht, wie man das mäht mit dem Royal-Experten. Vielleicht kann ich das auch mal. Ich wäre wünschenswert. Das ist so, weiß ich nicht, der Guido Maria Kretschmer ist der Royal-Experte wie der Oliver Kahn, der Experte beim Fußball ist. So. Ja, vielleicht wenn dieser Günther Eggeberg-Segeberg oder wie der beim ZDF mal ist. Eggeberg-Mehlmann, wenn der mal fort ist, dann könntest du aufrücken. Ja, das könntest dich in Stellung bringen. Das ist heute schon ein ganz großer Schritt hin zu deinem Ziel. Also gut, dass du da bist. Auch du stehst kurz vorm Durchbruch, garantiere ich dir. Alle. Wenn nicht der Darmdurchbruch ist, ist mir alles recht. Ja, das lösen wir hinterher auf. Das stünde dann im Spaß für wem auch immer. Oh Mann, ja. Noch irgendwie, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon anteasern oder schon berichten. Ich meine, das ist ja bei diesem Erzeugnis fast das Gleiche. Ne? Also, ich hätte es jetzt auch gesagt, also irgendwie, das hängt ja doch. Also Helene Fischer habe ich jetzt hier, das geht ja auch immer. Also Helene Fischer geht in der deutschen Presse da, also zumindest in der Klatschpresse auch immer. Da habe ich ja einen schönen Artikel gefunden. Da ist auch das Bild von Helene so, nimmt so drei Viertel des Blattes der Seite ein und der Artikel dann eine Viertelseite. Und da wird darauf hingewiesen, dass vor der Schlagerkönigin eine aufregende Zeit liegt, weil sie für 2000
2025 20-jähriges Bühnenjubiläum hat und dann vielleicht eine Tour macht oder nicht. Und das Schöne ist, die Informationen kommen gar nicht von ihr, sondern hier wird dann irgendwie unten drin gesagt, im Fanclub der Sängerin sind sich viele einig. Helene, die sich im nächsten Jahr erstmal wieder eine Auszeit gönnt, plant eine große Sensation. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das stimmt mit der Tourplanung für 2025. Schreibt da einer, das ist die Quelle übrigens, schreibt da einer in dem Fanclub. Ja gut. Und dann kommt es noch besser, Zitat, ich könnte mir eine andere Jubiläumstour 2025, 20-jähriges Bühnenjubiläum, Jubiläumstour 2025, 20-jähriges Bühnenjubiläum von Helene vorstellen. Zitat Ende. So ein anderer. Das sind Zitate. Und für Helene gibt es ja kaum was Schöneres, als für ihre Fans auf der Bühne zu stehen. Die Frage darf in den Raum gestellt werden, ob es vielleicht doch was Schöneres gibt. Und ich sag mal Bankkonto. Und dann wird noch darauf hingewiesen, was macht Helene bis dahin? Fragezeichen. Auch hier gibt es eine klare Meinung. Wir sind immer noch im Blog da, ne? Also in dem Fanblog, quasi, um das so zu sagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Helene und Thomas ein zweites Kind bekommen. Sie sind tolle Eltern. Zitat Ende. Da wird nicht mal mehr einer, der andere oder die eine genannt. Ja. Unfassbar. Mit nichts eine DIN A4-Seite gefüllten Träumchen. Ja gut, das meiste muss man jetzt mal beschreibend einspringen, ist ja auch das Bild von Helene mit ja. Ausschnitt bis zum Knie. Ja. Und ihrem Typen, Thomas oder wie auch immer. Thomas, ihr Herz zerspringt vor Thomas, Glück. Genau. Thomas ist die Liebe ihres Lebens. Zudem auch noch ein echter Traumpapa. Was jetzt so nicht belegt ist. Also ich wüsste jetzt nicht. Stand doch, da hat doch einer gesagt. Stand da einer. Einer hat es gesagt. Sagt ein Dritter. Ja. Oder? Genau, es wäre doch zu schön. Denn bei knapp 1,5 Jahren Auszeit könnte sogar eine Babypause reinpassen. Es wäre doch so schön. Tja, jetzt wisst ihr alles über Helene, würde ich sagen. Gut. Aber das finde ich tatsächlich, also wo ich drauf hinaus wollte, das ist halt unfassbar dreist, null recherchiert. Also da hat irgendeiner den Blog oder irgendwelche Kommentare unter irgendeinem in dem Fan-Dings und da wird ein Artikel draus gemacht. Das finde ich tatsächlich rein journalistisch mehr als grenzwertig. Aber für den Bereich Klatsch und Tratsch doch eigentlich sehr passend, wenn man dann sagt, ich hab gehört, dass wer gesagt hat, dass wer anders gesagt hat. Also das schreiben sie ja nicht. Sie schreiben ja nicht, dass er es gehört hat, sondern einfach nur, sie würden es gern wünschen. Sie fänden das ja super, wenn das so wäre. Aber Beef, wenn wir mit dem Podcast hier scheitern, dann haben wir da was zu tun. Das können wir da auch. Hier sieht der Ausschnitt nicht so aus. In Facebook-Fangruppen und Co. einmal herumscrollen und daraus kleine Stories machen, mit den passenden Bildern versehen. Super, dann nennen wir es, genau. Wir gucken mal. Also die machen das ja natürlich, um Auflage zu generieren. Ja. Und das hat sehr lange sehr gut funktioniert. Statistiken zeigen aber auch, der Print schwindet. Waren es 2013 noch 3,8 Millionen verkaufte Auflagen ausgewählter Regenbogenpresse, Erzeugnisse, was auch immer, war es 2023 schon nur noch 1,9. Also die haben es einfach mal, die Hälfte in 10 Jahren ging runter. Denn es ist ja, und ich will es immer wieder betonen, der Grat zwischen Regenbogenpresse und Fake News, was man super übers Internet machen kann, sehr schmal. Und da werden sich bestimmte Leute da einfach bedienen. Ne? Das ist ja diese Sensationslust. Da musst du ja nicht mehr zum Kiosk gehen. Kannst ja auch Twitter anmachen und dann steht jede Menge Quatsch da drin. Auch völlig an den Haaren herbeigezogen. Und das kickt dann wahrscheinlich auch diese Sensationslust, die wir Menschen alle drin haben. Ist das was für dich, Annemarie? An den Haaren oder hast dann herbei jetzt so und denke ich direkt wieder an den Friseur. Und dann denke ich, ja, aber das ist mir lieber, noch so eine Zeitschrift in der Hand zu haben. Ich finde das so schade, dass das jetzt alles so im Internet so stattfindet. Ne? Da, ja. So das mit dem Klicken, das liegt mir nicht. Ich mache lieber Blättern und Rascheln. Ja. 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 Das ist, schade ist das. Ich bin da eigentlich ganz bei dir, muss ich sagen. Also ich Bücher lese ich auch tatsächlich immer noch lieber gedruckt. Und Bier trinke ich auch am liebsten live und deswegen auch ganz kurz eingeworfen. Alleine mit dir, zwei Worte, ein Bier. Heute wahlweise auch Eierlikör, vermutlich abgelaufener Sekt. Alternativ alkoholfreier Sekt, also es ist ein Festival der
Emotionen. Kaffee steht hier auch noch irgendwie rum. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Trinkpause. Wir dürfen dabei auch gerne reden, aber ich vertrockne. Also ich wollte noch sagen, ich hatte auch Bier mitgebracht. Ne? Das soll nicht schlecht werden. Ja, das ist so geil, dass die Gästinnen hier ihr eigenes Zeug mitbringen. Eigentlich locken wir euch doch damit immer. Aber das verfängt nur bei den Kerlen. Ich habe das gehört, dass ihr da immer so besondere Sachen mitbringt. Dann habe ich mich nicht lumpen lassen und habe auch mal. Und ich habe das Bier vom Beef genommen. Scheiße. Ja, ich das bin ein abgelaufen. Ein bisschen pikiert bin ich schon. Aber ja. -30% im Preis. Ich dachte, für runtergesetzt. Für den Ben nur das Beste. Ja. Aber Fräulein Witzka serviert das Eierlikörchen original aus Eierbechern. Macht man das so eigentlich? Oder ist das jetzt. Ist das deine? Nein. Die Polkadot? Wir sind meine, aber ich hab keine Schnapsgläser. Das ist ein sehr gut sortierter Haushalt. Mit ohne Schnapsgläser. Okay, dann. Stößt. Schön, dass ihr da seid. Stößchen. Prost. Jung, kommen wir nicht mehr zusammen. Ja, besser ist das. Hast du ja auch selber gemacht? Nee. Das ist das gute Travenei. Von der Trave aus dem Norden. Das Travenei. Ein Originalgeschenk. Lecker. Ganz, ganz liebe Grüße an die großartige Anne. Ja, dieser dieser Stelle. Klötenköhm. Ja. Klötenköhm. Kam da auch da aus der Ecke. Ja, ja, genau, kam aus Norddeutschland. Ja. Okay. So, wie kriegen wir jetzt den Bogen hin? Den Regenbogen. Den Regenbogen. Ah. Dead Joke. Du hattest doch, wir hatten doch vorher was besprochen. Ja, ich habe gerade. Du hattest doch hier mal so ein bisschen wissenschaftliches Fundament legen wollen für die heutige Sendung, auf das dann Annegret, Fräulein Witzka und wir alle aufbauen können. Also ich wollte es auch gerade anbieten. Ich hatte jetzt nur diese Schlacke im Hals und konnte nicht mehr. Was wir mal machen, ne? Aber pass auf, Yellow Press, ja? Also Regenbogenpresse, Farbdruck als Sensation geschenkt. Aber Yellow Press, da weiß man, glaube ich, nicht so aus dem Stand, wo der Begriff herkommt. Und es ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Also in den 1890ern in den USA, da kamen so die ersten, wenn man so will, Zeitungsmogule auf. Und da gab es tatsächlich so einen Krieg der Zeitungen zwischen der New York World und übrigens von ich nenne euch gleich die Besitzer der Zeitung. Der eine ist der Joseph Pulitzer und der quasi der, genau, mit dem Preis. Wo man sich denkt, wie kann denn das alles sein? Aber witzigerweise, also die eine Zeitung hatte so einen Comic mit so einer relativ knallgelben Figur namens The Yellow Kid. Und weil damals eben Zeitungen auch wegen der Illustrationen gekauft wurden halt die Comiczeichner durchaus berühmt in der Zeit. Und die eine Zeitung hat halt der anderen ihr Comic-Team mehr oder weniger ausgespannt. Und dann ging das so ein bisschen hin und her. Und da befanden sie sich auch schon mitten im Auflagekrieg. Und da war es natürlich dienlich und so wurde es auch ordentlich gemacht, neben der seriösen Berichterstattung auch einfach zunehmend so Melodrama, Romantik, Übertreibung und was so das Publikum will, abzudrucken, ja, einfach, weil man da eben, wie wir haben es ja hier auf dem Tisch mehrfach, Schlagzeilen mitmachen kann, ja, und in den 1890ern war das eben noch nicht so für alte Tanten und ausgelaugt, sondern da war das halt der heiße Scheiß, wenn man so will, und tatsächlich diese Kriegerei zwischen den Zeitungen, auch um diesen relativ typischen gelben Comic-Heini, den die andere Zeitung dann, als der Zeichner weg war, einfach auch noch kopiert hat, um wieder ihren gelben Comic wieder zu bekommen. Hat tatsächlich übrigens auch zum ersten Urheberrechtsstreit der modernen Mediengeschichte geführt, denn da war dann die Frage, wer hat eigentlich die Rechte an den Figürchen? Und da halt auch der Künstler. Und wenn der halt den Arbeitgeber wechselt, dann nimmt er seine Figur eben mit. Und also ganz witzige Geschichte damals. Daher auch um dieses gelbe Figürchen entstand so der Begriff Yellow Press, eben für die Klatschpresse mit den Comics. Ist jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt, aber wir haben ja nur knappe Zeit. Aber meine Frage jetzt rein technisch.
in den 1890er Jahren wurde da schon farbig gedruckt, die Zeitung. Also gelb ging offensichtlich. Okay. Damals, also ich würde mal sagen, auch noch nicht lang. Ich meine, ich bin ja auch irgendwie auf das Thema gestoßen, genau. Also Boulevardzeitung in allen Farben des Regenbogens, das war tatsächlich damals neu. Und gelb, witzigerweise, war so die letzte Farbe, die sie drucken konnten. Die anderen gingen schon und gelb etwas später. Da gab es wohl tatsächlich erst Probleme, die schnell trocknende Farbe zu drucken in gelb. Ja, also was so die Leute bewegt. Ja, wie es gab in den 90ern war das mal eine Phase, wo überall in allen Geräten blaue LEDs verbaut waren, ja, weil es halt vorher keine gab und dann plötzlich gab es blaue LEDs. Ja, und so gab es halt damals gelbe Farbe. Und vielleicht ist auch die Figur aus Gründen gelb. Sei es drum, die Yellow Press war entstanden. Und nachher erzähle ich euch, wie hier die Zeitungsmogule den ersten Krieg angezettelt haben. Den Bürgerkrieg? Nee, den richtigen, den Spanisch-Amerikanischen Krieg, um genau zu sein. Oh, krass. Krass. Ja, apropos Krieg, also es sind ja eigentlich düstere Zeiten, wenn man so in die Presselandschaft schaut. Jetzt mal die Frage an die Expertinnen. Schlägt sich sowas eigentlich auch in diesen Printerzeugnissen nieder? Also gibt es da Krieg? Gibt es da Israel-Palästinenser-Themen? Gibt es da, was weiß ich, Energiekrisen? Nix, heile Welt. Das könnte auch eine Erklärung sein, warum Leute das sich gerne reinziehen. Dass sie einfach mal wirklich in diesem Feel-Good-Kosmos verharren. Scheißegal, ob es stimmt oder nicht. Kann das, ich denke, Erklärung darum sein? Jedet ja auch, ne? Wenn man sowas liest, dann will man sich besser fühlen. Ja. Und das ist ja dasselbe Prinzip wie beim Trash-TV. Das guckt man sich an, da fühlt man sich super, wenn man denkt, so schlecht bin ich ja nicht, so dumm bin ich ja nicht. Und so ist das hier auch mit der Zeitung. Hey, also... Da will man keine Krieg sehen. Ich meine, das finde ich schon schlimm. Conny Reimann, sein Vater prügelte ihn grün und blau. Meine Mutter würde jetzt sagen, grün und blau steht jeder Sau, aber in dem Fall ist das vielleicht ein bisschen hart, aber so weit will man eigentlich schon ja nicht sehen. Das ist viel zu... Ja, wobei das dann so wahrscheinlich auch, Conny Reimann ist so dieser Auswanderer-Typ, oder? Ist er das mit dem Schnäuzer? Der ist das, ja. Ja, der ist das Texas Ranger weißt, für Kassenpatienten. Ja, aber so ein bisschen Voyeurismus ist das doch schon. Da geht es doch auch um die Abgründe und nicht nur die schönen Seiten der BCD-Promis. Ja, es geht wieder BCD-Promis. Um C-Promi und woher immer die das haben. Ne, der ist natürlich dann auch damit wieder mit einer Betroffenheitsstory im Gespräch. Vielleicht mag er das sogar, weil ich frage mich auch, also wandert einer irgendwo hin aus und die ganze Zeit berichten die über die. Was ist denn daran seit so Jahren, besonders? Seit Jahren. Seit ja, Jahren. Und ich blätter weiter und sehe Annemarie und Wayne Carpendale. Und wenn ich dann Conny Reimann sehe, dann will ich darauf antworten, Wayne, der Wayne Joke. Interessiert's, ne? Genau. Also Wayne interessiert's, vielleicht in Carpendale, aber ansonsten... Ja, das denke ich eh ganz oft und ich ärgere mich ja schon, wenn ich im Internet immer auf diese Schlagzeilen reinfalle. Ne? Ich habe das hier schon oft erzählt, ich nutze sehr viel den Google Newsfeed und der weiß natürlich auch, worauf ich so stehe und teasert mich dann immer so an. Und inzwischen sind die so raffiniert, diese Schlagzeilen, dass du einfach gerne draufklickst und wenn die Medien dann nicht ganz so seriös sind, dann ärgerst du dich jedes Mal hinterher, weil das ist eigentlich nichts. Das ist der Grund. Ne? Das endet dann immer mit... Und darum ist das so. Oder ne, du musst dann irgendwie klicken, um diese Frage beantwortet zu sehen. Du kriegst sie aber gar nicht beantwortet. Und das, glaube ich, ist da auch oft so. Clickbait nennt man das. Clickbait, genau. Ach, ja, sieht den Absender sah, rief sie ihren Anwalt an. Am Ende war es so nur Bußgeld aus Flensburg. Aber so ist es. Das ist ja auch so die Frage, was für eine Art von Clickbait einen selber abholt. Also ich habe das bei mir selber gemerkt, als ich vor diesem Zeitschriftenregal stand. Was spricht einen so an? Was holt einen ab? Und ich hatte eigentlich schon einiges an Zeitschriften. Und eine, die mich erstmal gar nicht so angesprochen hat, hier die schöne Welt, nur 89 Cent, ja, sehe ich dann darunter unfassbar
Rotlichtskandal um ihre Mutter. Oh, wow. Um wessen Mutter? Darüber ein Bild von Daniela Katzenberger. Oh. Und ich dachte ja, hoppala, du kommst mit. Das hat mich irgendwie so angetitscht. Und ist tatsächlich auch, also da muss man ehrlich sagen, ich musste auch sehr lachen, als ich es gelesen habe. Es geht tatsächlich um die Mutter von Daniela Katzenberger. Fängt schon gut an. Dieser Familie ist wirklich gar nichts peinlich. Wo andere schon längst vor Scham am Boden versinken, setzt Daniela Katzenberger oft noch einen drauf. Dem scheint auch Mama Iris Klein in nichts nachzustehen. Statt ihre pikante Vergangenheit zu verschweigen, posaunt sie ihr schlüpfriges Geheimnis in der Sat.1-Show Volles Haus munter raus. Zitat: Ich habe 10 Jahre in Bordellen gearbeitet. Damit nicht genug. Schamlos beschreibt Iris, was sie im Puff getrieben hat. Zitat: Ich habe dort genagelt. Klickbeit. Spuck dir nicht über die Anlage hier. Ob Daniela von der dunklen Vergangenheit ihrer Mutter wusste? Ja, behauptet Iris. Und die Katze fand das angeblich sogar cool. Denn die Pfälzerin wälzte sich nicht mit Männern im Bett. Zitat: Ich habe als gelernte Nageldesignerin damals den Mädels dort die Fingernägel gemacht. War ja irgendwie klar. Aber hier sind wir wieder im Bereich unterwegs. Herrlich. Und ich muss sagen, es hat mich schon positiv unterhalten. Also die 89 Cent waren sehr gut investiert. 89 Cent, kurzer Einwurf. Könnt ihr mal gerade eure Titelseiten aufschlagen? Wir machen mal einen kleinen Preisvergleich. Weil ich habe so das Gefühl, ihr dürfte keine Zeitschrift am Tisch liegen, die deutlich über 1 Euro gekostet hat. Doch, also ich habe die Freizeitrevue. Die kostet 2,20 Euro. Oh, wow. Ja, aber das ist ja auch der Matthias Reintraub. Das ist der Mercedes. Oder wie der heißt. Das ist Howard Carpendale. Aber ja, so diese Leute eben. Ja, die neue Freizeit. Neue Freizeit. Die neue Freizeit schlägt auch mit 1,59 zu Buch. Okay. Dann haben wir, ja, Schöne Welt hatte man eben, 89 Cent. Und Spaß für mich. Es steht sogar XXL drauf. XXL Super. Ja, 49 Cent, was willst du mehr? Ach, guck, da ist der Matthias. Für 49 Cent. Aber die sehen doch, guck doch mal, die sehen doch gleich aus, oder? Also jetzt bis auf die Haarfarbe, Matthias Reim und Howard Carpendale. Oh. So ein Vorher-Nachher-Foto, so ein bisschen. Und beide mit einer Blondine neben sich, ne? Das ist schon. Also das Foto in der Freizeitrevue ist aber auch eher von vor 20 Jahren. Ich habe den jetzt beim Kölner Treff gesehen. Ich habe den auch hier sehen. Du auch? Ja. Ja. Also da sah drin er aber ist es eine Spur aktueller. Ja, genau. Genau. Aber beim Kölner Treff, da hat er sich ja beschwert über den deutschen Schlager. Da hat er sich beschwert, dass die zu viel Partymusik machen. Keine Balladen mehr. Ist denn zu fassen? Sonst freut er sich immer, aber diesmal hat er sich nicht gefreut. Nein. Und Annegret, was kosten deine Blätter? Also der Freizeit pur kostet 1,29, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil das schon so in der Zukunft ist. Die sind schon am 10. Dezember und die Freizeitmagazin Royal kostet nur 99 Cent, die ist aber auch von 2021. Ist das die vom Böhmermann? Nein, die ist echt. Die ist echt. Ja, sehr erstaunlich. Also überhaupt, dass ja auch die Cover sich unglaublich ähneln, wenn du so mal in Zeitschriftenladen geht. Wir haben jetzt so ein paar rote, aber ansonsten ist so sehr dominant blauer Hintergrund und gelbe Schrift. Regenbogen halt, ne? Ja, aber im Vergleich zu Fernsehzeitschriften, wo ausschließlich eine einzige blonde Frau drauf im roten ist, die Kleid. Auf sämtlichen eine blonde Frau im posiert. Roten Kleid immer bei vielen Fernsehzeitschrift posiert. Ja, das spart einfach Geld, weil wenn das immer die gleiche ist, hast du halt die Rechte auch über ein Jahr oder so. Ist auch immer das gleiche Kleid. Immer nur jetzt anders um. Brauchst du nur einmal bei H&M zu kaufen, dann ist das einfach günstig. Günstig. Aber, ja, vor allem sind die, das finde ich auch so schön, die sind ja alle aus der Steinzeit der Photoshop gemacht. Also ich glaube, das ist echt noch so zusammengenagelt. Also um mal das Zitat aufzuziehen, genau. Bei der Ich habe im Büro genagelt. Iris Klein, aber im XXL. Also. Ja, genau. Das finde ich ja schon auch faszinierend. Das geht heute mit minimalstem Aufwand besser und zwar viel besser. Und das erstaunt mich auch, dass das so völlig, also als wenn da wirklich Bilder von Hand ausgeschnitten werden und übereinander geklebt und das dann abfotografiert. Das ist erstaunlich schlecht.
Ja, deswegen kosten die auch nur 89 Cent. Ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass du bei solchen Preisen, ich weiß nicht, wie oft die erscheinen, einmal die Woche, einmal im Monat oder so, da kannst du ja auch jetzt eigentlich dir das gar nicht leisten. Also womit verdienen die ihr Geld? Wahrscheinlich mit diesen Diarrhö-Anzeigen und Fußpilz-Reklamen. Hier zum Beispiel eine sehr geile Werbung hinten drauf. Kätzchenträume, also eine Stehlampe mit kleinen. Oh, das ist aber wirklich. Da wirst du blind. Annegret. Das ist doch für Weihnachten. Was heißt denn blind? Kätzchenträume, das ist Kunstwerk und Lampe in einem. Und das kostet nur schlanke 189 Euro. Ne, 189,80, sorry. Aber ist das nicht süß? Guck mal, die eine, die da auf dem Ast steht. Ja, guck mal, kleine Katzenbabys. Also man sieht eine Stehlampe gefühlt, ja, nee, nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich 1,50 hoch. Du siehst keine Stehlampe, du siehst einfach ein schlecht gemachtes Bild, was wie eine Stehlampe aussehen soll. Ein Lampenschirm und da sind dann noch nicht mal fotografierte, sondern ganz schlecht gemalte, wie in so einem japanischen Comic gemalte Katzen. Also ich hätte jetzt noch eher, das ist so ein bisschen wie diese, wie soll ich sagen, diese naive Malerei, die man von früher noch so kennt, so ganz schlecht hingestümpert, keine Perspektive und irgendwie, also alles ganz grässlich. Ja, ja, damit verdienen die ihr Geld. Geil. Schon gut. Und man kann auch immer noch was dazulernen. In der nächsten Ausgabe zum Beispiel kann man lernen, Tierbabys und wie man sie zubereitet. Es ist Stachelbeerzeit. Ich nehme an, es sind Stachelbeeren, Grizzlybären. Gibt es das Kochbuch Tierbabys? Es ist Stachelbeerzeit. Die besten Rezepte, Tierbabys so. Und wie man sie zubereitet. Na, so gutes Lammcurry. Ja. Aber ja. Aber das mit den Rezepten, also das ist eigentlich auch bei jedem mit drin. Also ich habe hier einmal Schnitzel für jeden Geschmack. Mit Schnitzel um die Welt. Rezepte sind immer drin, dann sind immer Rätsel drin, standardmäßig. Und ja. Bildzeitung ist übrigens auch drin, großartig. Die wirbt hier auch. Und, aber Kreuzworträtsel sind anscheinend noch sehr gefragt, weil das ist ja, sie sind ja haufenweise. Weil die mit wenig Arbeit viel Platz voll machen. Genau, die kosten quasi nichts. Ja, die kosten nichts, aber die sind auch Werbefläche, nehmen die weg. Also das insofern, das muss anscheinend die Kunden schon ansprechen. Was mich jetzt hier zum Beispiel auch interessieren würde, also hier ist ein Artikel über Howard Carpendale drin. Das ist aka Matthias Reim quasi, also wenn man dem Prolo Glauben schenken darf. Und da geht es drum, also die Überschrift ist Polizeieinsatz mitten in der Nacht. Zitat, es roch nach Gas und überall war Blaulicht. Ist ja erstmal, die Polizei ruft erstmal, ist erstmal so, ne? Der Hintergrund der Story ist, dass also Howard Carpendales Partnerin, Frau, ich weiß gar nicht, ob die verheiratet sind, ist auch egal, Donice oder Donice, keine Ahnung, wie sie gesprochen wird, hat er vor 45 Jahren in einer Disco kennengelernt und sie ist aber oder war zwischendurch auch Alkoholikerin, ist inzwischen trockene Alkoholikerin zumindest, so wie das hier besprochen wird. Und er schreibt, und die Story, um die es hier geht, die ist überhaupt nicht aktuell. Das heißt, irgendwann mal ist er nachts runtergetapert, wo sie noch Alkoholiker hat, einen leichten Gasgeruch in unserem Haus festgestellt. Ich rief die Polizei. Es kamen 3 Ambulanzen, 5 Polizeiwagen, Blaulicht überall um 2 Uhr morgens. Ich meine, wenn man so ruft, ist ja gut, wenn sie kommen, erstmal. Und die Story ist von uralt, nichts Aktuelles. Und der Hintergrund ist, und da sind wir wieder beim Geld, es wird unten dann halt noch dezent darauf hingewiesen, sein neues Album Let's Do It Again kostet 16,99 Euro. Das heißt, ich vermute mal, es steht nirgendwo Anzeige drüber, aber das ist quasi eine gekaufte Seite, mehr oder weniger. Tja. Also so viel zum Thema Geld verdienen. Ja, das glaube ich allerdings auch, dass da viel Content eingekauft wird. Vielleicht verdienen die so tatsächlich auch Geld, dass so ein Typ wie der sich quasi da reinkaufen kann, dass er oder sein Management dann sagt, pass mal auf, genau. Ich pack mal so eine Geschichte von Anno dazu mal aus und dann, der sag mal, der macht mich seit 40 Folgen mit seinem Geglucker fertig, ne? Wir nehmen ihm das Mikro wieder weg. Also zumindest geben wir es ihm nicht mehr mit aufs Klo. Ich mache mal hier noch so ein Fläschchen auf. Ja? Frank Drebin. Genau. Aber mit den Sachen von Anno dazumal, das macht die schöne Welt ganz charmant. Die hat nämlich die Rubrik Unsere Stars von damals. Ah ja, genau. Und da erzählt sie quasi nochmal die Lebensgeschichte von toten Stars. Also hier zum Beispiel Karel Gott. Im Alter werden Träume Erinnerungen. Das fand ich gerade, also was für ein schönes Zitat. Im Alter werden Träume Erinnerungen. Also toll. Das ist großartig. Das hat der Karel gesagt. Biene großartig. Meier. Biene Meier, ja, schande doch im Uhr.
Genau. Also ganz fein und dann einfach so in ganz einfachen Worten, der Wikipedia-Eintrag ein bisschen gekürzt. Ja, wollte gerade sagen. Zusammengeschmiegelt, dann noch so ein Bild von ihm, Zitat als Bub. Wahrscheinlich auch bei Wikipedia. Das ist, ja, also eigentlich ganz schön gemacht, was dann auch wieder für die jeweilige Zielgruppe hier sehr spricht. Die ihn noch kennen. Aber ihr hattet euch hier eben gefragt, für welche Zielgruppe altersmäßig diese Zeitschriften sind. Und ich vermute, du hast recht, wenn du sagst so 70 plus, weil es ist ja auch immer was mit Gesundheit dabei. Zum Beispiel hier, machen Sie den Psychotest, welcher Darm sind Sie? Da könnte man jetzt schnell mal den Test machen. Es gibt auch eine Auflösung. Ja. Also ich finde das wahnsinnig interessant. Das Witzige ist ja, dass das Annegret tatsächlich hier die Satire-Zeitschrift vor sich hat. Und man weiß es nicht, ja? Man also weiß es die nicht. Grenzen sind echt fließend. Ja. Ich bin ich muss mich ja hier mal als Böhmermann-Fan outen. Ja, also ich habe dieses Machwerk sehr gutiert. Und man stellt sich die Frage, wo hört die Realität auf und wo fängt der Dachschaden an? Ich habe übrigens hier Bier mal im Angebot. Ich habe so hier auch noch Troll drauf, Cuvée de Troll aus Belgien. Ich komme gleich noch dazu, ich habe hier noch. Ich fülle dir gerade ein Glas schon. Das ist aber ganz entzückend. Sag mal irgendein Promi bitte, irgendeinen, der da rein... Helene Fischer. Okay. Denn das schöne Intro, was wir vorhin hatten, wunderbar vertont durch Fräulein Witzka, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern habe ich gestern einfach ChatGPT gefragt. Er soll eine Kurznachricht über uns schreiben, unsere Gäste, das im Stil der Regenbogenpresse. Und jetzt, wo ich das gerade da höre, wie schnell das zusammengeklöppelt ist, dachte ich, machen wir das jetzt mal hier live. Ich habe jetzt hier ChatGPT auf und sage den Prompt, schreibe eine Kurznachricht mit einem Gerücht im Stil der Regenbogenpresse über Helene Fischer. So. Und jetzt haltet euch fest, das hat jetzt genau 10 Sekunden gedauert. Und was sagt ChatGPT? Und bitte, sag mal, kannst du mal abdrucken? Sensation. In Helene Fischers Nachtleben. Geheimer Liebhaber aufgetaucht. In einer schillernden Nacht in Berlin wurde die beliebte Schlagerkönigin Helene Fischer in einem angesagten Nachtclub gesichtet. Es gab sogleich wilde Spekulationen über ihre mysteriöse Begleitung. Die Gerüchteküche brodelt, während Fans und Paparazzi gleichermaßen in Aufregung versetzt werden. Helene Fischer, die mit einem strahlenden Lächeln und ihrem atemberaubenden Bühnenshows die Herzen von Millionen erobert hat, war in Begleitung eines geheimnisvollen Unbekannten, der die Fotografen in Verwirrung stürzte. War das etwa ihr neuer Lover? Die Anwesenden behaupten, die beiden hätten vertraut gewirkt und geheimnisvolle Blicke ausgetauscht. Ist Helene etwa wieder bereit für eine neue Liebe? So schnell und so einfach geht das. KI sei Dank. Behaupten, so, es war der eine oder der andere. Ja, genau. Mach noch ein Kreuzworträtsel hinten drauf, dann fertig. Aber das ist ja fast noch zu gut. Da ist ja fast schon wirklich Neuigkeitenwert dahinter. Ja, wenn es denn mal stimmt. Also. Wenn es denn mal stimmt. Kann man ChatGPT sagen, mach es billiger? Man könnte es sagen. Mach es verständlicher für Senioren. In einfachen Sätzen. In Seniorensprache, in einfacher Sprache, genau. Ja. Okay, ich habe den Prompt geändert in Schreibe eine möglichst einfache Kurznacht, habe ich hier geschrieben, Nachricht. Eine kurze Nacht mit Helene Fischer. Mit einem Gerücht und so weiter und so fort. Dann machen wir das Ganze nochmal und dann steht nur noch ein Satz. Gerücht. Helene Fischer plant heimliche Hochzeit mit geheimnisvollem Lover. Details aufgedeckt. Geil, that escalated quickly. Okay. Das ist dann sehr gut. So, die packen gleich die Emojis, so den Emoji, den Ring-Emoji und das Herz gleich noch mit dran. Das ist doch total so geil. Doch, ich liebe eine Person kriegt doch so auf diese Weise ein Heft voll. Ja. Dann machst du vormittags die ganzen Stories und Überschriften. Nachmittags ein bisschen Layout und dann nachmittags kannst du noch nageln. Klebst du ein paar Bildchen rein und genau. Dann guckst du nochmal im Nagelstudio vorbei und dann bist du fertig. Und dann kannst du abends noch die Plätzchenrezepte ausprobieren, die drin sind. Du musst im Endeffekt nur überlegen, welche Leute sind interessant. Ne? Das ist wahrscheinlich, bedient sich das wechselseitig, wen wollen die Annegret und Co. Lesen.
Und wer möchte vielleicht auch da drin auftauchen, also heißt nicht sofort alles verklagen. So, ne, das ist eine symbiotische Beziehung, schätze ich mal. Und dann haust du da einfach die Dinger raus. Ja. Irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Und KI macht es doch da einem wirklich leicht. Ich finde das total soll geil. Soll ich über Helene Fischer mal eine echte Nachricht raushauen? Also natürlich auch eine wichtige, echt gehaltvolle. Das wäre so schön. Das wäre die perfekte Überleitung, Herr Sommer. Du bist doch der Helene Fischer-Experte hier. Bin ich das? Das wusste ich noch nicht. Aber jetzt bin ich. Die hat nämlich ein Award of Honor verliehen bekommen. Award of Honor, also echt einen wichtigen Preis, sagt der Name schon. Und jetzt könnt ihr mal raten, wofür. Kurze Tipps? Für die allermeisten Schlagzeilen im letzten Jahr? Nein. Sonst noch einen Tipp? Beste Bühnenshow, weil sie da abgestürzt ist von den Ringen. War die das nicht, die sich da irgendwie beim... Ist sie nicht abgestürzt? Sie ist mal abgestürzt, das stimmt. Sie ist mal abgestürzt. Ja, aber das ist ja schon ein bisschen her. Irgendwas mit Charity? Eine Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen? Also ich würde mal sagen, bei dem Nachnamen hat sie es allein wegen des Nachnamens verdient. Ja, jetzt passt mal auf. Jetzt hier, schnallt euch an. Das wird jetzt hier viel ernster. Viel wichtiger. Also, Helene Fischer hat 5 Konzerte in der SAP-Arena gegeben. 5 Konzerte und hat dann von dem Daniel Hopp, das ist ja so ein SAPler, weiß man, also Eigentümer, hat dann dafür, dass sie da 5 Konzerte gegeben hat, diesen Award bekommen. Und zwar, also ich zitiere jetzt, vergangene Woche stand Helene Fischer mit ihrer Wahnsinnsshow gleich 5-mal in der SAP-Arena auf der Bühne und füllte die Halle an allen Veranstaltungstagen, Achtung, mehr als ordentlich. Sprich nicht ausverkauft. Der Witz ist nämlich, der Beef riecht den Braten schon, der Witz ist nämlich, dass SAP eigentlich ganz andere Awards verteilt. Und zwar den Sold Out Award. Ja. Den zum Beispiel Herbert Grönemeyer, DJ Bobo oder Rapper Luciano bekommen haben. Also die haben wohl, weil Helene Fischer die Konzerte da nicht ausverkauft bekommen hat, sich diesen Preis dann noch ausgedacht, damit sie auch einen kriegt. So eine Teilnehmerurkunde. Ja, Teilnehmerurkunde, genau. Oh. Peinlich. Aber das ist ja geil. Das geht mir jetzt irgendwie leid für Helene. Hat sie nicht verdient, ne? Das hat sie nicht verdient. Aber ihr hättet einen neuen Lover. Immerhin. Ja. Heiraten auch bald, habe ich gehört. Den Frischfleisch Award hat sie gekriegt. Solange das zweite Kind bald kommt, würde mich sehr freuen. Aber wie sieht denn der Award aus? Stellt man den sich gerne hin? Das ist so eine halbvolle Halle halt. Leider kein Bild davon dabei. Tut mir leid. Ist halt so ein halber Pokal. Genau, halber Pokal oder halbvolles Glas, irgendwie sowas. Der Zonk. Der war das doch mal, der ist doch auch letztens gestorben. Das wäre ja auch einer von uns gestorben. Harry Weinfurt hat das doch moderiert. Ja, das war doch der. Nee, der Harry Weinfurt hat, der Preis ist heiß, war das ja, nicht Harry Weinfurt? Ja, aber der Song war doch, je aufs Ganze. Ah, Frank Dregger, Frank, Ralf. Ja, das war wirklich in dieser Zeit, wo ich Privatfernsehen halt gesuchtet habe und die ganzen Talkshows tatsächlich. Und dann lief das ja auch irgendwann da, so im Vorabendprogramm, diese Shows. Ich muss gestehen, ich war mal bei ihr. Ja, ich wollte es nicht anschauen. Ich weiß das natürlich. Wir alle wissen das. Wir wissen, du hast ein Kanu gewonnen. Ich habe ein Kanu gewonnen. Ich habe eine Wassermelone getragen. Ich habe ein Kanu gewonnen. Ja. Also die 5 Minuten Fame sind schon... Weil ich die Salami nicht für 1.000 Euro verkaufen wollte. Ja. Ist so gut. Hast du das eigentlich noch, das Kanu? Nee, hab ich verkauft. Ah. Wie viel? Kann ich mir Yellow Press für gekauft. Abo. Im Abo. Das war noch D-Mark. Das waren noch schöne Zeiten damals. Ich weiß, wir haben das mal bei irgendeiner Party, haben wir das mal bei Herrn Sommer zu Hause auf dem Beamer geguckt. Ich habe das nie gesehen. Doch, du warst doch dabei. Nee, haben wir das ohne dich geguckt. Ich habe das noch vor Augen. Bei euch im Wohnzimmer, bei deinen Eltern im Wohnzimmer, haben wir das an die Wand gebeamt. Wie die Annegret das Kanu da rausschneidet. Alter Ego. Jörg Dräger, jetzt fällt es mir ein. Ja.
Ein alter Freund, Jörg. Alt ist er wahrscheinlich inzwischen. Aber ich so, jetzt probiere ich mal das. Sendung gar nicht, muss ich gestehen. Genau. Warte, brauchen wir da wieder einen Jingle für? Für dein Bier soll auch ein Jingle haben. So, sag doch mal, was das ist hier. Troll sehe ich da. Das passt ja, ja auch. Trolle schreiben ja auch Fake News. Belgian Blonde Beer, 7%. Und ja, aus meinem Urlaub mitgebracht. Ich habe noch einen kleinen Vorrat zu Hause. Und hier steht Bier in 8 Sprachen drauf. Und es ist eine große Flasche mit Korken. Was soll ich da sonst noch sagen? Es ist Bier. Ja? Also ich finde, es schmeckt gut. Ich habe schon mal genascht. Und wie der Belgier das so macht, nochmal ordentlich Zucker rein, dass es knallt. Und es riecht nach Banane. Das Beste ist eigentlich, deswegen habe ich es ehrlich gesagt auch gekauft, hier dieser witzige Troll mit so einem Hopfenhütchen hier auf dem Etikett. Ne, was soll da schief gehen? Du hast gerade witzig gesagt, ne? Wieso? Ist doch, guck doch, wie der fröhlich tanzt. Ja. Der ist übrigens auch gelb. Ja? Also der Beef hatte jetzt sagen, irgendwie so ein Emoji-Gesicht, wie der die ganz großen Augen macht. Was ist denn mit euch? Was kann der Beef euch denn noch aus der Küche zaubern? Also wir können ja auch mal sehr, sehr gerne das Qualitätströpfchen. Also man wird hier ja... Also wenn die Damen vorbeikommen, die lassen sich nicht lumpen, die Herren hier. Ich lese mal das Etikett vor, das ist fast noch schöner als hier der Titel hier. Ein schönes Fest, allzeit gute Fahrt, wünscht Ihre Autowolf GmbH, die Werkstatt Ihres Vertrauens seit über 30 Jahren in Bonn. Kann mal jemand recherchieren, wie lange ist diese Autowolf? Ja, die haben letztes Autowolf Jahr 50-Jähriges gefeiert. Das ist, ja, das sieht auch ungefähr so und aus. Und der Sekt ist von der Eröffnung damals, oder? Ja. Nee, das ist gerne. Seit über 30 Jahren Exklusivvertrieb Weinhandelsagentur Fischer. 53797 Loma. Ah ja. Also aus der Region. Aber schon fünfstellig. Das schon fünfstellig. Hergestellt in Deutschland, enthält Sulfite, Annegret. Das ist was für uns. Und Motoröl. Ich konnte, leider nicht rausfinden, wie alt die Werkstatt jetzt ist, aber die haben mehrere Opel Corsa D. Also da will ich sofort zuschlagen. Für knapp über 5000 Euro seid ihr dabei. Was sagt denn Euro? D-Mark steht doch da. Das spielen wir ja mit einer Sendung. Das ist tatsächlich eine super solide Werkstatt. Soll ich mal aufmachen? Komm her. Nee, das ist jetzt ein Akt der Emanzipation. Ich muss das selber machen. Okay. Es knarzt. Annegret, hilf mir doch mal bei der Emanzipation. Das hat dir knirscht. Guck mal, schäumt doch noch. Schäumt doch noch. Ich bin im Knacken. Der ist doch noch Jod. Wir sehen drei Perlen am oberen Flaschenrand. Und da war die Kohlensäure auch schon raus. Schlimm? Das ist, also damit kannst du Salat machen und Fenster putzen. Ja, zeig mal. Und den Nagellack abmachen. Ja. Annegret, da müssen wir jetzt durch. Wo ist dein Glas? Annegret. Ich glaube, die Annegret, die schafft. Gerade Annegret, lass mich nicht hängen. Verzicht. Ich hätte auch einen schönen halbtrockenen hier. Burg Schöneck. Vielen Dank. Ja, also schön im Aussehen tut es jetzt nicht. Freue, ist nee. Also ich hätte jetzt weniger Schaum erwartet und nicht so klares Antlitz. Wer trinkt denn den zweiten? Machen wir jetzt mal. Komm, nee, ich trinke jetzt hier einen Schluck mit, weil ich will nicht so den Eindruck vermitteln, dass ich die Gäste vergifte. Ja, nicht so voll, Mann. Ey. Gäste vergifte. Erst ist das Glas voll, dann der Gastgeber. So Stößchen. Prösterchen. Prost. Wollte er jetzt gar nichts über den spanisch-amerikanischen Krieg wissen? Doch. Pass auf. Paulo, hebt das Niveau. Das Niveau sinkt. Ich stell den mal hier hin. Ja. So, ihr wisst ja jetzt schon über den Krieg der Yellow Press gegeneinander. Ja, und jetzt denkt ihr euch mal ins Jahr, ich glaube 1898 war es zurück. USA und die Verleger müssen halt Auflage machen. Und die waren ja auch nicht doof. Ja? Auflage macht Sensation jeglicher Art. Und der William Randolph Hearst, das war neben hier dem Pulitzer einer der beiden Streithähne mit den gelben Comics,
der hat sich gedacht, komm, Krieg macht Auflage. Und tatsächlich, die USA hatten so ein, damals war Spanien noch in der Karibik so ein bisschen vorherrschend und denen ist in Havanna, also in Kuba, ist denen ein Schlachtschiff explodiert, den Amerikanern. Und ja, was kann es sein? Der Hearst hat natürlich gleich direkt seinen Fotografen hingeschickt. Und der Reporter reiste nach Kuba und sagte, nee, ist eigentlich alles ruhig. Und da wird der Verleger zitiert mit den Worten, you furnish the pictures and I'll furnish the war. So, mit anderen Worten, die haben halt Spekulationen in die Welt gesetzt, dass der Kahn von den Spaniern in die Luft gejagt wurde. Und das mit einer Penetranz, dass halt die Öffentlichkeit ja, so ein bisschen kriegslüstern wurde. Und der damalige Präsident, der, ja, wie soll man sagen, also hat halt den Krieg erklärt. So, getrieben von der öffentlichen Meinung. Also jetzt Kriegserklärung via Presse ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich wird so dieser Krieg als so der erste Medienkrieg gehandelt. Und ja, also wer sich da ans Internet erinnert fühlt, liegt vielleicht gar nicht so falsch. Und ja, nach wenigen Wochen waren die Spanier allerdings auch schon platt gemacht. Deswegen gehörte dann Kuba den Amis. Und das war relativ zügig zu Ende. Aber eigentlich gab es ja damals noch, ich will jetzt nicht mit Geschichte langweilen, die Monroe-Doktrin. Sprich, kurz gesagt, wir bleiben unter uns und mischen uns nicht in der ganzen Welt ein. Und das war damals vorbei. Wir verlieren die Hörer. Monodoktrin, so an. Das musst du erklären. Nein, das muss ich nicht erklären, das kann man googeln. Wozu sitzen wir denn alle vor dem Internet? Hat er doch erklärt. Nee, also tatsächlich war das so der Wendepunkt, wo die, die Anti-Imperialisten dann zu den Imperialisten wurden, wenn man so will. Und das Empire zurückgeschlagen. Ja, das Empire, der Zeitungsheini hat halt Auflage gemacht. Und ja, sehr der geil. Sekt schmeckt scheiße, oder? Ja. Ja. Es werden Mundwinkel also, verzogen. Ich habe hier so deiner Story ein kleines Jingle vorbereitet. I don't want peace. I want problems, always. Damit kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Der wollte Stress machen. Ja, wir haben ja eben schon festgestellt, dass wenigstens hier unsere Blättchen hier eigentlich relativ friedliebend sind oder das Thema so ein bisschen weiträumig umschiffen. Aber zumindest im Boulevard wird halt noch draufgekloppt, ja. Asylanten oder auch mal wieder nicht, ja, was man so sagen, findet. Also wir haben ja die ganze Zeit hier nur diese Blättchen tatsächlich, die irgendwie, keine Ahnung, beim Arzt oder Friseur oder so rumliegen, worüber wir gar nicht groß gesprochen haben, und das wäre wahrscheinlich auch eine Folge für sich, ist tatsächlich die Bild-Zeitung. Da habe ich gestern, das kann ich nur mal ganz kurz sagen, weil dann können wir die vielleicht auch einladen, ein Podcast gehört zur Vorbereitung, und zwar machen die uns nach, die machen nämlich einen Medienpodcast. Ist denn zu von der Süddeutschen auch noch Brief. Wie kannst du sowas fördern? Ja, von der Süddeutschen einen Medienpodcast. Es gibt schon einen Medienpodcast, ja. Und zwar diesen hier. Aber egal, dann haben sie eine Folge gemacht, Bild-Zeitung, toxische Texte. Gott, der Sekt. Toxische Texte. Das kann man auch nur im Suff ertragen. Ja. Also ich muss es ehrlich sagen. Ja, das ist ja das Motto. Ist noch Sekt da. Und jedenfalls, da hatten sie da den Typen vom Bildblock auch, den wir eigentlich für heute auch haben wollten. Der kann dann zu unserem Bild-Special kommen. Und tatsächlich, die Bild-Zeitung, die macht das nämlich ganz anders. Die sagt immer, das ist, so erklären die das Motto, wir gegen die. Das Grundprinzip der Bild-Zeitung ist, wir, wer auch immer wir ist, gegen die. Gegen die, was war's, die Rafke-Griechen oder sowas, gegen die Asylanten, Erschleicher und gegen die Virologen. Gegen die Virologen, das sind Klimadeppen oder Klimaidioten. Klimaterroristen. Ja. Das ist so die Wortwahl. Ich wollte eigentlich so eine Liste noch erstellen. So, das machen wir dann für diese Sendung, wo man dann einfach nur sagt, so, das ist das der Name, die Bezeichnung der Bild-Zeitung. Was ist die Story dahinter? Weil manchmal ist das überhaupt gar nicht so,
so richtig ersichtlich bei Griechen, genau, Griechen-Rafkes, die Griechen-Rafkes. Da haben die ganze Zeit gegen die armen Griechen geschossen und dann sagen die, da wurden in Deutschland alteingesessene griechische Restaurants dann bepöbelt von den Leuten, weil die sagten, ihr Griechen-Rafkes, ihr kriegt ja nichts von unserem Steuergeld und so, ne? Weil die machen dann, wir eine Gönnerus komplett jetzt. Ja. Für lau. Bezahlt habe ich schon. Nee, aber das, ich glaube, das ist dann bleiben wir da heute, glaube ich, raus, weil wir jetzt schon über eine Stunde hier drauf sind. Aber das wäre auch ein spannendes Thema für eine eigene Bild-Zeitungsrunde, weil das schon ein Programm hat. 70 Jahre gibt es die und die machen wirklich einfach immer wir gegen die. Aber das würde ja einen Großteil des Blättchenpublikums auch schon in den Herzkasper treiben. Ja, wobei auch die Bild-Zeitung glücklicherweise unter Leserschwund leidet oder wie also auch immer. Physischer Leserschwund. Ja, ja, es werden auch da weniger tatsächlich. Ich habe aber hier, die Bild-Zeitung ist ja nicht nur quasi auf Papier unterwegs, sondern die ist jetzt auch im Trash-TV unterwegs. Das ist ja sehr geil und die haben jetzt tatsächlich, ich kenne mich jetzt dabei, man kennt ja so die, ich sag mal, mehr oder weniger bekannten Formate, die sind ja angefangen, dass dann irgendwie alle in Container mussten oder da im Dschungel sich irgendwelche. Darf ich ganz kurz unterbrechen für eine ganz besondere Nachricht? Beef Rogers hat diesmal die Spiegel-Online-Ausgabe und nicht die Süddeutsche. Wow! Was ganz anderes? Yeah! Wow, wow, wow! Das müssen wir feiern hier. Unglaublich! Was ist denn mit dir los? Abo ausgelaufen? Nee, ich hab mal was anderes gelesen. Verrückt, ne? Also, naja, wie dem auch sei. Also, ich wollte hier ganz kurz Bild-Zeitung und da haben die jetzt tatsächlich nach den ganzen diversen Kasper-Formaten jetzt noch eins gefunden. Sie haben die Sendung Fame Fighting genannt. Irgendjemand kann sich was drunter vorstellen oder eine Idee, was das ist? Promis hauen sich auf die Fresse. Ja, wobei das Promis müsstest du ergänzen mit dem Buchstaben Z. Das ist tatsächlich, das sind so Promis, in Anführungsstrichen. Autohauseröffner. Ja, solche Leute, ne? Also der alte Wolf gegen den Rest der Welt. Und zwar die schon ihre ganze Karriere nur Autohäuser eröffnet haben und nicht das jetzt am Ende ihrer Karriere noch machen müssen. Das heißt, es ist irgendeine Prügelshow, wo sich dann diverse Leute mehr oder weniger gegeneinander verkloppen. Und das wurde dann zwischendurch immer noch mal kommentiert. Das heißt, das war eine abendfüllende Veranstaltung. Es ist leider auch im Saal eines Bonner Hotels aufgezeichnet worden, mit Hilfe der Bild-Zeitung vor nicht allzu langer Zeit. Und wurde dann auch über die Bild-Zeitung, also über das Bild-Plus-Abo gestreamt. Witzigerweise, das kann sich der Spiegel hier auch nicht vergleichen. Also die haben nicht nur ein Fernsehformat, sondern auch noch ein Bezahl-Abo. Bezahl-Plus-Bild-Plus-Abo quasi. Und da kannst du einen Streaming-Pass kaufen, kostet 5 Euro. Hat dann technisch aber nicht wirklich funktioniert. Also die Bild-Zeitung muss da wohl auch noch so ein bisschen arbeiten dran. Und das war dann von irgendwelchen mehr oder weniger bekannten Leuten, die dann kommentiert haben, wie sich irgendwelche Leute verkloppen gegenseitig. Und wie gesagt, ich zitiere mal, in den ersten Kampfrunden waren dann minder relevante Trash-TV- und Onlyfans-Fachkräfte zu sehen, die einfach nur so gegeneinander boxten, ohne einen Streit beilegen zu wollen. Romina besiegelte ihr technisches K.O., indem sie im Ring beherzt in einen Eimer brach. Paco wurde die Schulter ausgekugelt. Behringer überplapperte währenddessen die beiden Box-Kommentatoren mit fast schon loriothaftem Blödsinn. So informierte sie, während Reality-Krawallerin Carina Spack, heißt wohl wirklich so, gerade auf Jessica Fiorini eindrosch, Zitat, Carina liebt Tiere, hat einen Hund und reitet, Zitat Ende. Und belächzte ansonsten vor allem die nackten Oberkörper der männlichen Kämpfer. Geht das dann weiter. Dann waren auch da Bachelors an Bord, also die Bachelors Sebastian Panek und Andrei Mangold. Sie wurden dann auch so ein bisschen abgefeiert. Und die Idee dahinter ist, dass sich irgendwelche Pseudopromis, die sich wegen irgendwas mal in den Haaren oder auch nicht in den Haaren hatte, in irgendwelchen Zeitschriften oder Nicht-Zeitschriften, dass die sich da dann gegenseitig verkloppen konnten. Das war die Grundidee dahinter. Aber war das nicht auch mal der Raab? Der hatte doch auch mal mit irgendeinem sich geboxt.
Promi-Boxen. Promi-Boxen, wo der auch, da war doch auch irgendwie so ein... Also Regina Halmich. Der hat sich mal verdreschen lassen von der, Regina Halmich, glaube ich. Also von der, richtigen Boxerin. Moses, warte mal, wer hatte denn... Keine Ahnung. Okay, dann werfe ich jetzt alles durcheinander, was ich so weiß. Aber und das muss stimmt, ich ganz die Halmich sagen. Hat dem die Nase gebrochen. Ne? Ja, der sah richtig gut aus danach. Da hat er mir mal gefallen. Ja. Das nennt man einen Punch. So. Genau. Und jetzt weiß man nicht, dass auch zwischendurch, das zitiert hier die Kollegin auch noch, es wurde dann auch noch, es war ein quälend langer Abend, wie sie dann schreibte. Und es war dann tatsächlicherweise auch noch, das war nicht nur eine von diversen Pannen des Abends. Also das war die am Schreiben dran? Nee, genau. War die da noch am Schreiben dran? Wie sie da schreibt. Schrieb, schrob, schrob. Wie sie schrubbte. Schrubbte, schrubb, schrubb. Jupp, schrubb. Mehrere Pannen noch, also jetzt Interviews mit ahnungslosen bis unwilligen Halbbekannten und ein quälend langer Mini-Konzertauftritt einer gänzlich unbekannten Band, in Klammern, aber find ich geil, die ulkigerweise davon sang, dass man statt Fäusten lieber Worte sprechen lassen sollte. Also da hat die Musikredaktion wenigstens mal ein bisschen ihr Humor gezeigt und zogen das Ganze unnötig und fade in die Länge. Also ja, ich weiß sensationell. Gar nicht. Ich brauche ein Bild-Plus-Abo. Ich wollte auch gerade fragen, wo kann ich das abonnieren? Ich nehme an, bei der Bild irgendwie. Also. Aber ich vermute, da klingt die Beschreibung deutlich besser als das, was man da am Ende das schreibt zu erleiden sie. Also das hat. Das ist tatsächlich, also ich glaube, die hatte Spaß bei dem Schreiben dieses Artikels, was ich auch, ich glaube, sie hatte einen harten Abend, also wenn man sich das angucken muss. Also das ist ja nur über mehrere Stunden gegangen, das ist, glaube ich, keine reine Freude, wenn man da als Kulturredakteurin. Also wenn das hinter so einer Paywall ist, dann wird das natürlich angeteasert, wahrscheinlich auch recht clever und dann hast du einmal dafür gezahlt und dann guckst du das wahrscheinlich auch an, weil du hast ja dafür gezahlt. Ne? Also das ist so, wenn es einfach so frei empfänglich wäre, würde man wahrscheinlich kurz reinseppen und sagen, weg. Aber funktioniert das dann irgendwie? Also ich oute mich hier mal direkt, ich bin ein großer Box-Fan, weil Mutti mich damals auch immer ganz lange aufblieben ließ oder auch mal geweckt hat, wenn einer von den Klitschkos gerade in den Ring stieg. Da durfte ich immer mit Mutti gucken, das war immer ganz toll. Funktioniert das da auch nach irgendwelchen Regeln, die einhalten müssen? Oder werden die einfach irgendwo hingestellt und los geht's? Also das haben sie jetzt hier gar nicht geschrieben. Also ich glaube, es geht schon so nach mehr oder weniger Boxregeln, dass die sich da also in so einem Ring dann halt durchwemsen irgendwie. Und dann, ja, wer dann halt stehen bleibt, hat gewonnen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, also das ist so, ja, ich finde halt diese Grundidee halt so völlig bizarr. Also Leute, die mich nicht interessieren, verdreschen sich gegenseitig. Ist doch völlig bekloppt. Und dann noch irgendwelche Pseudo-Trullas oder Typen, die daneben stehen und das irgendwie hirnverbrannt kommentieren. Dieses beharrliche Klopfen ist übrigens die energische rechte Hand von Herrn Beef. Ja, also weil er sich aufregt. Für die Hörenden da draußen. Wir haben keinen Hamster unterm Tisch, sondern. Aber vielleicht machen da der ja Beef irgendwann hat Spaß mit sich selbst. Ja. Vielleicht machen aber da über dem Tisch. Irgendwann mal Mark Zuckerberg und Elon Musk mit. Die sind ja Käfigkämpfer, ne? Also zumindest der Zuckerberg. Würde ich mir trotzdem nicht angucken. Also ganz ehrlich. Das würde ich mir angucken. Also im Wrestling-Style? Aus Schadenfreude. Wenn beide noch so irgendwie mexikanische Masken tragen? Ja, genau. Also ich glaube, Zuckerberg gegen Musk würde ich mir angucken. Tatsächlich so am liebsten in irgendwie größerer Runde. Da gibt es ja auch diesen einen YouTuber, der recht erfolgreich seine Boxkarriere jetzt durchzieht. Ich komme nicht auf den Namen, habe mir aber letztens eine Doku reingezogen und da habe ich echt gedacht, so ja, eigentlich schon ganz cool. Und der nimmt sie jetzt auch immer mehr so andere YouTuber, aber auch so MMA-Fighter ausgediente vor und ist da recht erfolgreich, muss man sagen. Und auch wenn du Box-Expertin bist, da war doch jetzt auch irgendwie in Kinshasa oder irgendwo so nochmal so ein Kampf von so einer arrivierten Boxgröße, so ein Engländer gegen irgend auch so ein Cage-Fighter, der auch, wo der Typ 50 Millionen Dollar Gage für gekriegt hat, ne? Wo jeder sagt, warum machst du das? Du bist eigentlich so ehemaliger World Champion und so weiter. Ich muss noch mal gucken, wie der heißt. Wie ist denn das ausgegangen? Ich glaube, der Boxer hat gewonnen tatsächlich. Aber da weißt du auch, der macht es halt fürs Geld, weil da irgendwie saudi-arabisches Bezahlfernsehen hat den da. Nee, es war in Saudi-Arabien. Genau. Die Saudis haben den geholt. Also.
funktioniert, aber wir schweifen ein bisschen ab. Die Annemarie, die Annegret oder wie sie auch immer heißt. Ist der Ruf kannst erst dich, ruiniert? Kannst Box du dich nicht einfach, ganz ungeniert. Ich hätte jetzt auch gern mal mehr über diese Unterhosengeschichte vom Charles gewusst. Ja, nee, die kommt aber zum Abschluss. Das habe ich als Quickie versprochen. Ich hätte aber jetzt gern so I can't take this much longer. I gotta have a beer. Are you ready to get stuffed? Das ist dein Auftritt. Warte, muss ich ins Obstern-Moment. Aber haben wir noch irgendwas für die Gästinnen-Beef? Ich habe ja so ein bisschen ich habe ja schon mehr, ja, ich hab ja Wein mehr, da. Ich habe schon Wein angeboten. Was möchtest du denn trinken? Sie haben es ja abgelehnt bis jetzt. Ja, vor allem ist ja noch nicht mal der gute Wolf-Sekt alle. Ja. Ey, ich muss bei dem bald mein Auto wieder abgeben. Autohaus Wolf. Wir reparieren auch deinen Golf. Knattert wie ein Opel Corsa D. Wow. Wunderbar. Peroni. Mastro Azzurro. Ja, traumhaft. Für unseren Spanier. Ah, der hat dann auch schon lange keine Horoskope mehr. Ne? Oh ja, das hast du beim letzten Mal auch gemacht. Mal, oh, komm mal mit Horoskopen um. Als waschechte Sizilianerin, ne? Boah, das ist ein sizilianisches Bier mitgebracht. Bira Messina. Aus Sizilien. Oh, wer möchte noch? Klappern die Flaschen. Möchte ich will auf jeden Fall alle Kronkorken. Hast du was Alkoholarmes? Ja, ich habe tatsächlich Wolfsekt? Nur sizilianisches Zeug mitgebracht. Ach, weil ich bin ja dreisprachig erzogen worden. Deutsch, Italienisch und für andere. Zwischendurch könnte doch die Frau Witzke auch die Horoskope gerade kredenzen. Ich finde auch. Ach, stimmt, das ist ja fast schon... Ist aber kein Bier, ne? Tradition. Das macht mir gar nichts. Also, der Porollo. In der Liebe und im Job stehen ab Mitte November viele Chancen vor der Tür. Gleichzeitig. Behalten Sie dabei aber die versteckten Gefahren im Blick und handeln Sie nicht voreilig. Singles sollten aufmerksam sein und genau hinschauen, wer ihnen über den Weg läuft. Dann wird es noch vorm Jahreswechsel einige romantische Überraschungen geben. Hm. Wir haben nicht zu viel versprochen. Da fliegt der Goldkorn. Wir haben nicht zu viel versprochen. Was war das in dem Intro? Die romantischen Enthüllungen von voll in die Presse. Was haben wir denn, Annegret? Was bist du denn? Was? Für ein Sternzeichen. Was? Was, Wurm? Was? Eier. Am Arbeitsplatz sammeln sie Sympathiepunkte, denn in geselliger Runde entdecken so manche Menschen, wie toll sie sind und was sie leisten. Oh. Zum Ende des Jahres sind sie etwas nervös und angespannt. Ziehen sie sich jetzt nicht zurück, sondern öffnen sie sich anderen gegenüber und sprechen sie über das, was sie bewegt. Das bringt das sie weiter ja am heutigen Abend. Ja, wunderbar. Ich meine, das ist da Therapie. Könnte das nicht sein, oder? Therapie. Ja. Ja. Danke, dass Sie mich daran teilhaben lassen. Tja, ja. Stier. Hast du letztes Mal Stier gehört? Stimmt. Oh. Toro. Oh. Stiere zeigen sich vor allem Mitte November bis Anfang Dezember sinnlich und romantisch. Oh, ich will mal die Haare machen. Aber wir haben echt nicht zu viel versprochen. Und fangen damit Herzen ein. Sie nehmen ihre Arbeit und die dazugehörigen Aufgaben ernst. Lassen Sie die Zügel etwas lockerer. Dank Ihrer motivierten Arbeitsweise können Sie sich etwas zurücknehmen. Denn Ihr Können haben Sie längst unter Beweis gestellt. Also übersetzt, Stock aus dem Arsch im Büro. Also. Ja. Fünf vor den Stift fallen lassen. Aber nicht unter der Dusche, bitte. Ich bin begeistert. Schütze. Ja, gutes Potpourri zusammen. Wo haben wir denn den Schützen? Ne? Schütze ist out. Ja. Gibt's nicht. Jetzt ist Ihre Geduld gefragt. Und Ihre Fähigkeit, eigene Fehler einzusehen. Was? Das gilt im November vor allem im Privatleben. Denn beruflich und finanziell läuft alles glatt. Behalten Sie Ihre Beziehung im Auge.
auch wenn ihre Anziehungskraft stark ist, an jeder guten Partnerschaft muss auch mal gearbeitet werden. Ein offenes Gespräch zeigt auf, wo gerade viel Bedarf besteht. Okay. Ja, mach was draus. Ich denke drüber nach. Ich glaube, da bleiben keine Fragen offen, sag mal. Das war deutlich. Wir werden das prüfen. Fisch. Fische wahrscheinlich. Fische. Vermeiden Sie unnötige Aufregung und selbstgemachten Stress, denn beides ist gerade nicht gut für Ihre Gesundheit. Mit wenigen Schritten lassen sich Ihre Probleme schnell lösen. Oft hilft schon ein klärendes Gespräch. Wichtig: Setzen Sie sich im Dezember mit Ihrer Beziehung und dem Partner auseinander und werden Sie sich Ihrer Gefühle klar. Oh, sag mal, wir müssen reden. Ich wollte es gerade sagen. Also wir haben es am Anfang versprochen, jetzt ist es raus. Sag mal, wir setzen uns einfach mal zusammen und sprechen uns aus. Machst du vorher das Aufnahmegerät aus, oder? Ja, das gibt es dann hinter der Paywall, das Gespräch. Ich habe ein Mikrofon dabei. Für OnlyFans. Ich mache ja fast alles für Geld. Gegendert oder so wird aber in den Zeitschriften nicht, ne? Weil du gerade auch mit Partner, also das wird ja unterstellt ja auch, dass dann, ich sag jetzt mal, die Zielgruppe wahrscheinlich auch eher weiblich ist, unterstelle ich mal, von den Horoskopleserinnen. Innen. Mit innen Schlucklaut. Das ist ziemlich deutlich, ja. Ich finde ja auch spannend, weil das ja vorher hier auch so in den Artikeln immer so drin steht. Also da wird dann immer auch, wie heißt der hier, der Spacko? Warte mal. Ist Spacko eigentlich der Mann von der Frau Spack von Evan? Nee, also zum Beispiel. Erol Sander haben wir hier und so, da steht immer drin, also er und seine Tralala. Also das ist immer so diese besitzbeschreibende Umschreibung und dann der Name, also seine Donika hier bei Coward Carpendale. Und aber was muss ich da gerade lesen? Harry und wie heißt sie, haben sich getrennt? Seine haben sich getrennt. Ja, Harry. Nächste Seite hier, wie heißt sie? Megan. Harry und Megan haben sich getrennt. Jetzt das ist eine Blitztrennung. Er sucht schon ein Haus in seiner Heimat. Wir wollten nur mehr Royals machen. Ich leite nur ein bisschen aufs Thema. Ich hatte an Derek denken müssen erst, aber... Ich auch. Harry holt schon mal den Wagen. Der Satz, von dem ich jetzt gehört habe, dass der nie gefallen ist in der Sendung. Nee. War schon mal den Wagen vor, ist nie gefallen? Nein, ist nie gefallen. Wurde nie gesagt. Und der Witz ist, dass der Satz trotzdem weltweit bekannt ist. Also ich habe da über diesen Satz einen Beitrag gesehen. Und der Satz ist sogar in China, das war ja ein Exportschlager, Derek. Der ist sogar da bekannt, aber der ist nie gefallen. Der ist ein einziges Mal so ähnlich gefallen, als es aber darum ging, dass der Harry den Wagen, irgendeinen Tatwagen, Wagen von einem Verdächtigen holen sollte. Geil. Ja, es gibt so viele Themen, die liegen quasi auf der Straße. Aber wir da, wo ja auch die Boulevardpresse verkauft wird. Richtig. Aber gerade so mit Harry und Meghan, also wir waren ja schon dabei, dass die jetzt nicht mehr gerade so den Krieg erklären, aber so einzelnen Personen erklären die ja schon den Krieg, so die Boulevardmedien. Also was ja ganz beliebt ist, das habe ich jetzt hier gerade auch vor mir, in der Neue Freizeit, Qualitätsblättchen, da wird auf der einen Seite erstmal auch wieder gegen Meghan und Harry geunkt und auf der nächsten Seite, Prinzessin Kate gelobt. Und das ist ja irgendwie immer so ein Spielchen, da habe ich mir auch mal sowas zu Gemüte geführt. So eine Doku, wo die zeigen, wie die Yellow Press in England immer die gleichen Aktionen von Meghan kritisiert, die sie bei Kate ganz toll findet. Also wenn sich eine über den schwangeren Bauch streicht, dann ist das bei Meghan ganz furchtbar und obszön und bei Kate unglaublich liebevoll und so weiter und so fort. Also ich glaube, so gewisse Feindbilder haben die schon. Das ist nicht so. Das würde ich auch sagen. Ich glaube, Kate passt halt besser so in dieses bürgerlich brave Schema. Ich bin jetzt auch kein Fachmann für die englischen Royals, muss ich gestehen. Nichtsdestotrotz ist das zumindest das Bild, was von ihr suggeriert wird, was man so kennt, dass sie also da quasi so ihre royalen Pflichten ernst nimmt und Meghan das ja nicht so tut. Meghan hat ihn ja da weggelockt und hat das sozusagen alles gesprengt. Jetzt tanzt er nicht mehr nach ihrer Pfeife. Ja, aber geht's nicht wirklich, es geht wahrscheinlich nicht um Trennung. Nein, es ist, er sucht ein Haus angeblich in der Nähe von London. Aber hier steht,
Immerhin war er bereit, aus dem verträumten Montecito weg nach Malibu zu ziehen, das nur eine halbe Stunde entfernt ist von den Filmstudios. Krasses Opfer. Mhm. Armer Kerl. Malibu, aber was die sagt arme denn Sau. Unsere Adelsexpertin? Die haben wir doch hier am Tisch. Fast Köln-Kalk. Also ich finde es ganz schade, ne? Was da hier draus gemacht wird. Ja. Der Harry, der hätte es einfach nicht so leicht, ne? Er wird kein König mehr und wird er sowieso nicht. Aber dass der so verpönt ist und jetzt nach Amerika da, wo der Trump ist, wer will das? Keine. Nee, da. Mir geht der Lied, muss ich sagen. Ja, aber der Harry ist schon irgendwie der Coolste da in der ganzen Familie, muss man wiederum sagen. Also wenn ich mit einem um die Häuser ziehen wollte, dann mit dem. Ja, weil er so eine Zerwerschte ist. Mal einen Fachbegriff zu streuen. Gibt es eigentlich so ein kölsches Boulevardblatt, also außer dem Express? Das müsste man eigentlich mal in Mundart rausbringen. Würde ich nachher nochmal ChatGPT fragen, ob der das auch kann. Ach, geil. Et neue Revue. Aber Anne, tu uns doch mal den Gefallen und übersetz doch mal das Titelblatt von der schönen Welt. Ob Kölsch. Ja. Schöne Welt. Unfassbar. Rotlichtskandal um ihre Mutter. Das kann man nicht übersetzen. Das geht ja nicht. Lebensgefahr. Um mit kleines Iris. Und keiner war dort, um zu helfen. Der redet um der Joachim Lambi. Der tanzt auch aus der Reihe, glaube ich. Dann Stefanie Hertel, Todesschock. Wie soll das da hin? Todesschock. Wie soll das nur verkraften? Total irre. Robert und Carmen Geis. Haben die Ash ihr Tochter verkuppelt? Giovanni, so hieß mein Vater übrigens auch, Giovanni. Giovanni und Giannaina Zarella. Warum riecht das? Also ich habe warum riecht das? Die bittere Wahrheit über die Träume. Giovanni, warum riecht das? Das ist am Grieche. Warum will Indianer Grieche nicht. Ja, Indianer Grieche nicht. Aber das sieht man nicht mehr zu den Kindern, das merkt man nicht mehr. Das ist pädagogisch nicht mehr wertvoll, habe ich gelesen. Ja. Im Blätsche. Ja. Ja. So, kurze Frage in die Runde. Du hattest. Ich habe meine Sachen durch, in Anführungsstrichen. Okay. Haben wir denn auch so den Sinn dieser Zeitschriften irgendwie erfasst? Ich hab voll ein Kleben, ey. Was habt ihr hier gemacht? sag doch mal was. Ich kann jetzt nur noch den Quickie anbieten. Also den Sinn der Zeitschriften, finde ich, haben wir 1A erfasst. Wir haben hier hochwertige Analysen getrieben. Also die Sendung ist definitiv der Durchbruch. Ja, alle. Live-Absturz im Podcast. Ben Cartwright am Arsch. Das war aber garantiert der Wolfsekt. Der alkoholfreie. Den habe ich ja gar nicht. Vom Iris Nein, Klein. Also ich möchte gerade noch mal erwähnen, dieses Birra Messina, das schmeckt ausgezeichnet. Sagst du halt jetzt, um mir zu imponieren? Nein, das schmeckt wirklich, super. Nee, das ist also lecker. Kein Fake News, ja? Nee. Kein Fake News. Wo hast du das gekauft? Hier irgendwo? Da gibt es so Import oder hast du mitgebracht? Ja, deshalb war ich ja was später da. Ich war in Köln. Im italienischen Supermarkt. Aber den gibt es doch auch hier. Mhm. Wir arbeiten da direkt um die Ecke. Perone oder so. Genau. Ja. Der redet da drüber. Kann der was? Ja, der Perone? Ja. Ja. Der hat das. Ich finde der super. Ja. Nee, weil die, aber der Andronaco war noch besser. Sehr groß, aber der ist weit weg. So, soll ich jetzt über die Ungerbutze, wie Anne ich jetzt sagen würde? Genau, die Schlüppis. Die Schlüppis. Hängt dir über die Ohren. Also es ist jetzt tatsächlich so, dass schon seit den 90er Jahren, also seit, wie die ja schreiben, fast 30 Jahre ist es her, dass Kinder massenhaft Unterhosen ans englische Königshaus schicken. Und früher eben an die Queen und jetzt an den King. Und der Hintergrund ist, dass es 1994 kam ein Kinderbuch raus.
Und zwar, der Autor heißt Nicholas Allen und der hat das Buch The Queen's Knickers rausgebracht, Die Unterhosen der Queen, ein Kinderbuch. Und er geht in diesem Kinderbuch der eminent wichtigen Frage nach, ob Queen Elizabeth II. Für jeden Anlass andere Unterwäsche trägt. Das ist schon, müsst ihr zugeben, eine wichtige Frage und auch berechtigt. Das muss geklärt werden. Wie er das in diesem Buch auflöst, steht in diesem Artikel leider nicht. Man müsste das Buch vielleicht mal anschaffen. Aber das seither. Ist ein Kinderbuch? Das ist ein Kinderbuch. Und das hat einen Hype ausgelöst in den 90er Jahren. Seither schicken Kinder aus dem ganzen Land eben ihre wohl bemalten, also die bemalen die immerhin. Unterhosen. Das sind die getragenen. Die kriegt wahrscheinlich, die kriegt der Andrew. Besser bemalt als bedrissen. Besser bemalt als bedrissen. Er bestellt die. Ob da auch welche mit Rallye-Streifen drin sind, weiß ich nicht. Aber jedenfalls bemalte Unterhosen schicken die jetzt immer ans Könighaus. Und jetzt kriegt es eben der Charles. Und das Königshaus findet das wohl auch vollkommen cool. Also die Queen selber hat irgendwie, wurde mal gefragt, oder nicht gefragt, sondern der Autor hat selber mit ihr gesprochen. Und die Queen sagte, ich habe mit der verstorbenen König, also der Ellen, den zitiere ich jetzt. Ich habe mit der verstorbenen Königin darüber gesprochen und sie sagte, dass die Hofdamen das sehr amüsant fanden. Das kann man sich so gut vorstellen, wie sie das so dezent rüberbringt. Und der Charles, der hat sich noch ausführlicher geäußert und hat den Kindern irgendwie einen Brief geschrieben. Und da sagte Ellen, das ist wunderbar zu sehen, dass auch der König und die Königin es zu schätzen wissen. Also. Aber warum? Also wollen die dem helfen, dass er mehr Unterhosen im Schrank hat für alle Anlässe? Vermutlich. Oder was ist der Anlass? Vermutlich. Aber habt ihr euch je gefragt, ob Angela Merkel, die war ja ungefähr genauso lange Kanzlerin wie die Queen, und was die für Unterputzen getragen hat und ob die immer mal andere getragen Jetzt, hat? Jetzt ja, vielen Dank. Also, Habe ich mich gefragt. Wir kommen doch auf so eine Scheiße. Jetzt, ich habe nichts gegen die Queen. Ja, vor allen Dingen, es geht ja nicht nur um den Tag. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit, dass jeder jeden Tag eine frische Unterputz trägt. Wobei wir hatten es ja letztens, dass es nicht für jeden eine Selbstverständlichkeit ist, aber das ist ein anderes Thema. Sondern zu jedem Anlass. Und wer weiß, wenn die mal sagen wir, die hat 5 Termine am Tag, dann wechselt die 5-mal den Schlüpper oder was? Das war wohl die Frage, die in diesem Kinderbuch dann zu klären war. Aber warum den Schlüpper eigentlich? Sie tritt ja auch selten im Schlüpper aufgetreten. Also ist ja nur auch Quark. Also die ist ja nicht die Mutter von der Katzenberger, die irgendwo im Bordell nagelt. Oder? Also, ja, befremdlich. Also es wird nicht genauer aufgeklärt. Ich kann es euch nicht konkreter beantworten. Aber du hast jetzt zu Recherchezwecken nicht das Kinderbuch bestellt bei Amazon, CO UK. So und was hat das überhaupt mit Yellow Press zu tun? Ja, wenn das nicht mal benutzte Unterhosen sind. Königshaus. Ich habe doch gesagt, wir müssen auch mal ein bisschen mehr wieder über das Königshaus reden. Das ist nicht okay sonst, wie das hier läuft. Okay. Aber was man da ja durchaus mal fragen könnte, ist, ob sie auch die Unterhose farblich zu ihrem Outfit abstimmt. Zum Beispiel, genau. Verbestimmte. Es gibt doch in irgendeinem Land diesen Brauch, rote Unterhosen in Spanien oder irgendwas. Italien, sorry. Ich trage jedes Silvester rote Unterhosen. Silvester, ne? So ist das. Erzähl doch mal, das ist doch, Silvester trägt man rote Unterhosen, Unterwäsche, das bringt Glück. Ja. Das finde ich geil, sowas finde ich voll cool. Ja. Ich könnte in dieses Schweigen hinein eine kleine historische Begebenheit sagen. Heute war die erste King's Speech seit 70 Jahren wieder, ich glaube, war es heute. Und das ist total bizarr, denn der King Charles, der jetzt, vorher war es immer Queen's Speech, der muss das Regierungsproklamat des amtierenden Premier verlesen. Und das war heute wohl recht bizarr, weil der, ich kann den Namen immer nicht aussprechen, weil der halt da gerade am Regieren dran ist. Der will ja die Investitionen in den Klimaschutz zurückfahren und King Charles ist ja sozusagen der oberste Klimaschützer der Insel. Dem schlackern da die Ohren. Und der darf das aber nicht kommentieren. Also der muss das sozusagen vorlesen. Das ist eine völlig bizarre Tradition, dass so der König dann so. Also ich glaube, ich habe da auch mal einen Bericht heute drüber gehört, tatsächlich auch, dass die das nicht kommentieren dürfen, aber dass zum Beispiel hier Queen Elizabeth, als sie den
Brexit quasi, also die Entscheidung, dass der Brexit verlesen werden muss, dass sie das getan hat, auch ohne weiteres Gemurre, sage ich jetzt mal. Sie hat dazu aber ein komplett blaues Kostüm mit gelben Knöpfen getragen. Und natürlich die EU-Flagge auf der Ungerbutz. Und, nicht zu vergessen. Genau, und was also wirklich exakt wie die EU-Flagge aussah. Und das finde ich schon irgendwie, ja, subtil kann man es nicht nennen. Also schon irgendwie eine Art und Weise, wie man mit sowas umgeht. Irgendwie fand ich es sehr spannend. Jetzt weiß ich nicht, was genau, welche der Unabutzel aus dem Kinderbuch der Charles Hoyt getragen hat. Ja, oder irgendwie so eine Krawatte mit Windrädern drauf oder so. Genau. Ja, ich habe es auch im Radio gehört, deswegen kann ich die Frage nicht beantworten. Aber wir werden es nachliefern. Der klassische Cliffhanger. Gibt es noch irgendwas zum Thema Yellow Press, Regenbogenpresse, Klatschpresse, was wir nicht gesagt haben? Dann frage ich noch mal kurz bei ChatGPT nach und werden wir das hier noch liefern. Annegret? Nee, mir fällt auch nichts ein. Haben wir jetzt quasi in den anderthalb Stunden diese gefühlten 20 Blätter hier erschöpfend wiedergegeben? Inhaltlich haben wir, glaube ich, alles zusammengefasst, was drin steht. So schwer ist das doch nicht. Ja, also Horoskop, Kreuzworträtsel, Königin und irgendwelche C- bis Z-Promis. Was ich noch weggelassen habe, aber das lassen wir jetzt auch wirklich weg, das kann man ja nur mal so zum Heißmachen, ist, ich habe den Artikel Legenden privat, Salvatore Adamo oder Adamo, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Die Älteren unter uns werden es vielleicht noch kennen, ein belgischer Schlagersänger. Adamo. Ja. Adamo, ne? Oder Adamo, ja. 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 Da war vielleicht was mit einer Königin, wer weiß. Oder mit Helene Fischer. Man munkelt. Am Trapez. Gut. Dann. Was sagt Thomas bloß dazu? Ja. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Es war mir ein total großes Vergnügen und wie gesagt, es war entweder der Eierlikör, der Wolf oder irgendwie, ich glaube nicht das italienische Bier, weil das ist wirklich sehr lecker. Und nichtsdestotrotz muss die Sendung ja irgendwann leider mal enden. Wenn wir über die Bild-Zeitung reden, laden wir euch einfach gerne wieder ein, wenn ihr Bock habt. Und dann legen wir mal so wirklich hier 70 Jahre Bild-Zeitung, wir gegen die, auf den Prüfstand. Und den Sammer, den gebe ich zur Adoption frei. Ganz ehrlich. Unglaublich. Das ist der Kern unserer Beziehungsprobleme, sag mal. Weißt du das eigentlich? Das ist der Grund, warum wir beide nicht mehr so funktionieren als Paar. Es plätschert nur noch vor sich hin. Ja, es plätschert nur noch vor sich hin. Ja, gut. Aber wer wissen will, wieso und weshalb und warum, der muss halt bezahlen. Ja. Voll in die Presse plus. Genau. Okay, ich mache jetzt einfach mal hier Ende. Besser ist das. Tschö. Tschö. Tschö.